Herzlich willkommen zum alles entscheidenden Finalrückkampf in der umfunktionierten Mineralis Arena Weingarten hier am 9. Februar 2019, 19:30 Uhr. Wie immer begrüße ich an erster Stelle meinen Hauptsponsor. Ganz herzlich willkommen, Klaus Dietrich von der Firma Dietrich Feindetalle aus Bretten, der uns dieses Jahr toll unterstützt hat. Ich begrüße die Co-Op-Sponsoren, die Firma Tisch und die Firma Dr. Thomas und Partner natürlich auch die Firma Firma Industriebau, die Verzinkerer Buchstahl, die Firma HK Fensterbau, die Volksbank Schuppensebeinkart Neubehörde Stahlkonträgen, die Firma Edelstahl Rossmann, nochmal danke an die Stiftung des Pokals, die Firma Zuba, die Firma Koch Geldetechnik, die Firma Rechtsanwälte Zimmer, die Firma G&L, die Firma Bechtold Fensterbau, die Firma Negus sowie die Firma Kunde Partner und natürlich die Albert Wassmann GmbH. Ich begrüße die Presse heute Abend zahlreich vertreten, die BNN und Markus Fischer. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ich begrüße auch die SWR, der morgen über uns berichten wird. Herzlich willkommen und herzlichen Dank euch und natürlich auch Baden TV Montag wieder das Magazin. Wir sind heute Abend live auf zwei tolle Kommentatoren. Christoph Roth und Benno Krieger, die werden den Kampf heute Abend kommentieren und deutschlandweit wird ausgestrahlt. Dankeschön, dass ihr das übernimmt. Ich begrüße den Vorsitzenden der Kunstturnregion Karlsruhe, nebst Gattin Alexander Bachmeier. Herzlich willkommen, lieber Alex, hier heute Abend. Ich begrüße auch unseren Bürgermeister. Herzlich willkommen, Erik Benziger. Und die Vollamtskollegin Ilona Voll hat sich auch nicht nehmen lassen, heute Abend zu kommen. Herzlich willkommen nach der Bürgermeisterin aus Schifferstadt. Herzlich willkommen, Ilona Voll, hier in der Mineralis Arena. Ich begrüße die zwei besten Fanclubs der Welt. Ich begrüße den zwei Gästen, die Amarade aus Schifferstadt. Yeah!
Zeit zu verteilen.
So, liebe Ringer-Fans, zurück im Livestream zum Finalrückkampf der Deutschen Ringerliga. Germania Weingarten gegen VfK Schifferstadt. In wenigen Sekunden geht es jetzt also tatsächlich endlich los. Weingarten rennt einem 8-Punkte-Rückstand aus dem Hinkampf hinterher. Benno, wir sind heiß wie Frittenfett. Genau, es geht los gleich mit dem ersten Kampf in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm im griechisch-römisch. Wir hören auch schon die Weingarten-Fans hier neben uns lautstark ihr Team anfeuern, das gerade den Kreis bildet. Lass uns noch mal kurz über die Kampfrichter reden. Ich glaube, das haben wir bislang noch nicht gemacht. Ich würde sie gerade mal vorstellen. Wir haben auf der Matte den Kampfrichter Herrn Şükrü Çakmak, den Punktrichter gegenüber von uns am Tisch Helmut Steininger und den Mattenpräsidenten, den erfahrensten der DRL, also mit dem entscheidenden Wort Uwe Steuler. Wie schätzt du die drei Herren ein? Gutes Kampfgericht auf jeden Fall. Uwe Steuler ist ja sowieso quasi eine Institution unter den deutschen Kampfrichtern. Haben wir die ganze Saison schon relativ oft gesehen und blickt in seine Entscheidungen auf. Ich will keine Prozentzahl sagen, aber sehr, sehr weit immer richtig. Also ich glaube, das Kampfgericht wird mit dem ringerischen Niveau hier heute anfangen. Genau, das hoffen wir. Und wenn wir in die Ecke der Weingärtner schauen, da sehen wir auch schon Luis Orta, wie er von seinen kubanischen Mannschaftskollegen noch einmal fit gemacht wird. Die geben ihm noch mal die letzten Worte mit. Sein Gegenüber ist auch schon bereit, Zora Abovian. Noch einmal für Sie, liebe Zuschauer, zur Information. Luis Orta konnte den Kampf in der Rückrunde mit 2:0 gewinnen. Damit rein in den Finalrückkampf der Deutschen Ringerliga. Weingarten Schifferstadt. 60 Kilogramm ist der erste Kampf für heute Abend. Luis Orta gegen Zora Abovian. Wir sind im griechisch-römischen Stil. Und die Weingartener, die brauchen meiner Meinung nach zumindest hier gleich einen Sieg, wenn sie denn so ein bisschen reinkommen wollen in dieses Finale. Genau, das sehe ich vollkommen so wie du. Griechisch-römischer Stil noch einmal für alle Rookies und Neue, die dabei sind, heißt natürlich nur Angriffe oberhalb der Gürtellinie. Deswegen sehen wir auch die beiden Sportler, wie sie sich hier schon behaken mit den Armen. Du hast ja gerade eben schon gesagt, in der Rückrunde der normalen Saison hat Luis Orta, der hier zumindest mal die erste Halbwegsaktion quasi setzt, mit 2:0 gewonnen. Ich habe mich aber gerade eben auch noch mal mit dem Schifferstädter Freistiltrainer Erol Bayram unterhalten. Und der glaubt, dass sein Schützling hier heute die Revanche schafft. Also wir sind gespannt. Abovian hat was wieder gut zu machen. Und jetzt gibt es die erste Passivitätsermahnung für den Weingartner Luis Orta. Genau, er legt auch schon gut los. Sehr aggressiv im Stand der Ukraine auf Seiten der Schifferstädter. 22 Jahre alt ist er. Und er hat ja auch den einzigen Kampf, den er verloren hat, eben gegen Luis Orta verloren. Bei den anderen beiden Kämpfen konnte er jeweils die Maximalpunktzahl von 4 Mannschaftspunkten für Schifferstadt einfahren, also auf jeden Fall eine ganz spannende Angelegenheit. Man muss ja sowieso sagen, der Luis Orta hat bisher eine richtig starke Premierensaison hier in Deutschland gerungen. 5 Siege in 5 Kämpfen, also eine blütenweiße Weste und im Halbfinale unter anderem auch gegen den Ex-Germanen Roman Amoyan inzwischen beim KSV Istingen gewonnen. Jetzt muss er das erste Mal in die Bodenlage, da sind wir jetzt mal auf seine Defensivkünste gespannt. Und Abovian versucht den Ausheber. Der aber gründlich daneben geht. Aber jetzt sehen wir erstmal Uneinigkeit auf der Matte. Der Kampfrichter hat Verwarnung 2 angezeigt, doch der Punktrichter hat danach eine 2 für beide Ringe gegeben. Und das wird auch jetzt vom Mattenpräsidenten Uwe Steuler bestätigt. Hier noch einmal für Sie die Information. Uwe Steuler, der am Kampfgericht sitzt, hat das entscheidende Wort und er hat hier eben gerade dafür entschieden, dass beide Sportler für diese Aktion eine 2 erhalten. Wie bewertest du das Ganze, Christoph? Ehrlich gesagt hätte ich die 2 andersrum gegeben. Die blauen 2 zuerst, dann die rote. Aber offensichtlich sind wir auch nicht die einzigen, die da ein bisschen uneinig sind. Jetzt gab es auch schon den Würfel aus der Schifferstädter Ecke, der wurde wieder zurückgenommen. Also selbst im Trainerteam ist VfK offensichtlich eine ganz große Einigkeit in dieser Aktion.
Aber auf der Anzeigetafel bleibt es dabei, noch eine Minute zu gehen hier in der ersten Rundenhälfte. Es steht 2:2 aufgrund der letzten Wertung. Führt aktuell Blau, das heißt Sora Abobian. Aber wie du es schon gesagt hast, besteht hier noch eine kleine Uneinigkeit. Ich glaube, wir warten hier die Pause noch einmal ab, wo die Kampfrichter die Möglichkeit haben, sich noch einmal zu besprechen. Jetzt gibt es auf jeden Fall die erste Ermahnung an den Ringer in Blau, an Sora Abobian, jetzt ein bisschen wieder zuzulegen. 30 Sekunden sind es noch in der ersten Halbzeit. Ich denke mal, er wird ohne zweite Passivität Ermahnung in die Pause schaffen. Aber der Luis Orta pumpt sich jetzt hier schon rein in den Kampf. Und er geht jetzt auf 18 Sekunden vor Rundenende mit 3:2 in Führung. Aber das ist genau das Ringen, was wir sehen wollen. Wir wollen nicht warten, bis es die Passivitätsermahnung gibt, sondern so wie hier, schöne Angriffe im Stand und die erneute Führung für Luis Orta vom SV Germania Weingarten. Wir haben sehr oft auch Sportler hier, die nach Deutschland kommen und ringen, wie zum Beispiel Luis Orta, auch die international noch nicht die allergrößten Erfolge geholt haben. Du bist ein bisschen näher dran. Hast du ein bisschen Gefühl, was bedeutet das für den Luis, hier anzukommen, 5 Kämpfe direkt zu gewinnen? Fühlt er sich wohl hier in Weingarten? Definitiv. Das merkt man auch, wenn man mit ihm spricht oder wenn man auch mit seinen Landsleuten spricht. Die Germanen haben eine richtige kubaner Fraktion mittlerweile in ihrer Mannschaft. Was die Sportler auf jeden Fall alle unisono toll finden in der deutschen Ringerliga, ist natürlich auch das Publikum, vor dem sie ringen. Das sind sie, gerade wenn sie international nicht so viel im Einsatz sind, natürlich nicht so gewohnt. Und jetzt hier heute ausverkaufte Walzbachhalle, knapp 1500 Zuschauer. Wer ist da nicht motiviert? Und dann geht es auch schon direkt weiter mit der zweiten Runde. Und wir sehen beide Ringer. Das ist wirklich ein sehr aktiver Kampf im Stand. Der zeigt Schüttel Chakmak. Blau kurz als passiv an, aber es gibt noch keine Ermahnung. Das Duell soll natürlich auf der Matte entschieden werden. Zweite Passivität für Blau und das heißt, Abobian muss jetzt das erste Mal runter in die Bodenlage. Die Chance natürlich jetzt für Luis Orta, den Weingartener, seine Führung auszubauen. Schauen wir mal, ob er ihn ausgehoben bekommt, ob er es mit einem Durchdreher probiert, womöglich sogar auch verkehrt herum. Die Unterstützung der Halle hat er auf jeden Fall. Und da ist der erste Durchdreher für Luis Orta, erhöht auf 5:2. Führung für Orta würde aktuell bedeuten 2 Mannschaftspunkte für Germania Weingarten. Ich denke, damit wäre die Gastgeber, was diesen einen Kampf betrifft, definitiv im Soll. Ich denke, dieser Durchdreher von Luis Orta war gerade auch zu diesem Zeitpunkt im Kampf sehr wichtig. Denn jeder, der selber gerungen hat, weiß, dass in den letzten 2 Minuten am Boden einen Punkt zu erzielen, ist sehr schwierig. Abobian hat es jetzt gerade hier mit dem Armzug probiert, hat nicht geklappt, aber es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Gefecht hier. Und konditionelle Einbußen kann ich auch auf beiden Seiten bisher nicht erkennen. Also beide Sportler in sehr gutem Zustand. Jetzt der Kampfrichter mit der blauen Ermahnung und einer 1 für Luis Orta, weil es eben die dritte Ermahnung ist für Sora Abobian. Nach der dritten Ermahnung bekommt der gegnerische Ringer einen Punkt wie jetzt Luis Orta und er bekommt noch einmal die Möglichkeit, am Boden weitere Punkte zu erzielen. Der Durchdreher gerade eben in der Bodenlage war technisch einwandfrei, muss man sagen. Schauen wir mal, ob er das jetzt auch noch ein zweites Mal hinkriegt. Kostet natürlich auch ungemein Kraft, selbst in den unteren Gewichtsklassen. Er probiert es auf der rechten Seite von Abobian. Da wehrt er ab, jetzt probiert er nochmal zu heben.
Das gelingt ihm nicht und wenn ich das richtig sehe, wird der Kampf jetzt im Stand fortgesetzt. Ja, gut verteidigt, muss man sagen, vom Ukrainer im Trikot des VfK. Nach wie vor also 6:2 Führung für Luis Orka vom SV Germania. 59 Sekunden sind es noch in dieser 60-Kilo-Klasse. Im Moment sieht alles nach einem 2:0 Mannschaftserfolg für Weingarten aus. Und damit hätten wir nach Hin- und Rückkampf aktuell einen Stand von 9:15. Wenn ich das richtig sehe, blutet Luis Orta ein bisschen über des Auges. Das wird jetzt natürlich gerade sauber gemacht. Für den Kubaner ist es auch stückweise ein bisschen Glück, nochmal eine Verschnaufpause zu bekommen. Eine Minute vor Schluss. Wie siehst du das mit dem Gewicht von Luis Orta? Auch er ist ein Athlet, der nicht der allerkleinste ist in der 60-Kilogramm-Klasse. Meinst du, er wird hier Probleme bekommen auf der letzten Minute? Glaube ich eigentlich nicht, aber er gehört tatsächlich zu den Ringern, die sich relativ schwer tun, auf die 60 Kilo runterzukommen. Das war schon im Halbfinale gegen Isping der Fall. Aber auch da hat er eigentlich gegen Roman Amoyan bis zum Schluss relativ gut durchgehalten. Also er tut sich schwer, er muss viel Gewicht machen, aber er hat das offensichtlich gut getimt, hat einen guten Rhythmus und ja, 45 Sekunden sind noch. Momentan sehe ich nicht die große Schwierigkeit. Genau, Sora Abobian muss natürlich jetzt eine Aktion hinlegen. Er liegt 6:2 zurück. Momentan wären das, wie du es schon gesagt hast, 2 Mannschaftspunkte für Weingarten. Es liegt also am Ukrainer des VfK Schipperstadt. Er hat den Ausheber hier versucht gegen Luis Orta, hat es nicht geschafft, ärgert sich dann natürlich dann auch. Das war eine große Chance, die er hier vergeben hat, der Ukrainer. Es wäre natürlich auch ein Tiefschlag für die Germanen gewesen, wenn der durchgekommen wäre. So aber holen sie sich den ersten Sieg hier heute Abend. Orta schlägt Abobian. Genau, du sagst es, die ersten 2 Mannschaftspunkte gehen an den SV Germania Weingarten. So, dann geht's weiter von den ganz Kleinen zu den ganz Großen. Sie haben die Namen eben schon vom Ansprecher gehört. Wir geben Ihnen die Gewichte noch einmal mit, denn die sind wichtig in diesem Duell. Alexander Huschtin, der Weißrusse vom VfK Schipperstadt, bringt 99,2 Kilogramm auf die Waage. Und für die Hausherren aus Weingarten, Magomed Durasulov, 111 Kilogramm. Christoph, deine Einschätzung zum Kampf. Wie siehst du die Favoritenrolle? Ich sehe tatsächlich Durasulov in der Favoritenrolle, aber es wird unheimlich spannend, weil Huschtin natürlich beweglicher ist, weil er ein flinker, kleinerer Ringer ist und Durasulov Gegner von diesem Format nicht gewohnt ist. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht von dieser Aufstellung von Alexander Huschtin. Ich hatte da fest mit Danilo Kartabi gerechnet. Daniel Ligeti hätten sie auch noch gehabt, Schipperstädter 130, der läuft seiner Form aktuell aber ein bisschen hinterher. Ich habe Erol Beiram noch mal gefragt vor dem Kampf. Er hat gesagt, Huschtin ist aktuell einfach am besten in Form. Schauen wir mal, ob er hier dem Durasulov entsprechend Paroli bieten kann. Genau, wie du es schon gesagt hast, er hat auf jeden Fall einen sehr fitten Eindruck im Hinkampf gemacht. Da lag er gegen Shamil Musayev bereits mit 5:1 zurück und hat am Ende noch einmal 4 wichtige Punkte geholt. Und darauf bauen die Schipperstädter jetzt vielleicht auch, dass sie einen konditionell starken Mann hier im Schwergewicht aufbieten. Was ich übrigens interessant finde, bei Magomed Durasulov, seine beste Saisonleistung habe ich tatsächlich ausgerechnet dann gesehen, als er verloren hat. Nämlich gegen Nikolas Biastowski, den US-Amerikaner von Karlsruhe Isping. Da war er richtig stark unterwegs, hat am Ende 4:5 verloren, aber für mich eigentlich mit die beste Leistung in dieser Saison. Und deswegen sind die Weingarten, glaube ich, auch optimistisch, dass er hier im Finale entsprechend liefert. Genau, jetzt hat er auch schon das Bein von Huschtin. Und wir sehen, was die Kampfrichter hier geben.
Alexander Huschkin scheint im Aus gewesen zu sein, aber der Mattenpräsident hält die weiße Kelle nach oben und das heißt, keine Wertung hier. Das heißt, es wird normal im Stand weitergekämpft. Der Mattenpräsident ist derjenige, der entscheidet. Er hat Kellen von 1 bis 5 und eben eine weiße Tafel. Eben hat er diese weiße Tafel gehoben. Das heißt, keine Wertung, auch wenn der Kampfrichter auf der Mattenfläche eine 2 für Rot zum Beispiel anzeigt und der Mattenpräsident die weiße Kelle hochhält, heißt das, es gibt hier keine Wertung. Währenddessen gab es schon die zweite Ermahnung gegen Alexander Huschkin. Er hat nun die Aktivitätszeit aufhängt bekommen und hat noch 16 Sekunden Zeit, um eine Wertung zu erzielen. Das wird die Schimpferstätte allerdings, glaube ich, auch nicht beunruhigen. Also ich glaube, man musste davon ausgehen, dass Alexander Huschkin der passivere Ringer sein wird hier. Alleine schon wegen den 12 Kilo, die einfach weniger auf die Waage bringt. Er wird es über Konter versuchen müssen, er wird es über die Kondition versuchen, ganz klar. Also ich denke, bisher ist es aus Sicht des VfK im Plan, wie das hier läuft, im Superschwergewicht. Wie du es auch schon sagst, Huschkin hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und nach der Aktivitätszeit hat hier auch Nurasulov den Punkt geholt. Huschkin ändert an seiner Ringweise dadurch nicht viel. Und auch jetzt die erste Passivitätsermahnung für Magomed Gadzhin Nurasulov. Ja, aber sollte keine große Überraschung mehr passieren, wird es mit dieser 1:0-Führung für den Weingarten in der Russen in die Pause gehen. Germania Weingarten bisher also ganz gut unterwegs hier in diesem finale Rückkampf, aber Nurasulov hat Probleme mit Huschkin. Das sieht man in diesen ersten 3 Minuten. Hier habe ich auch noch mal eine ganz interessante Info für Sie, liebe Zuschauer, mitzugeben. Magomed Gadzhin Nurasulov ist einer von vielen Sportlern aus Dagestan, aus der dortigen Sportschule in Machatschkala, nämlich dort wurde ausgebildet. Und der Kontakt zum SV Germania Weingarten, der besteht schon ein bisschen länger. Ich erinnere mich noch, vor 3-4 Jahren hat man versucht für ihn, beziehungsweise der russische Verband und der serbische Verband haben versucht, Magomed Gadzhin Nurasulov einen serbischen Pass zu beantragen, dass er als EU-Sportler starten kann. Das hat nicht geklappt. Deswegen sehen wir ihn erst jetzt als Russe mit russischem Pass, aber dafür auch topfit im Schwergewicht. Der größte Erfolg übrigens, wenn wir schon bei seiner Vita sind, von Magomed Gadzhin Nurasulov war der Gewinn der Junioren-Weltmeisterschaft 2012. Alexander Huschkin kann dem gegenüberstellen 2 Silbermedaillen bei Europameisterschaften, nämlich im vergangenen und im vorletzten Jahr, also Vize-Europameister 2018 und 2017. Wohlgemerkt aber natürlich eine Gewichtsklasse unten drunter. So, die Schieferstädter Ecke, die sieht jetzt den Athleten in Rot, naturgemäß passiv. Sollte er tatsächlich passiv gefühlt werden, würde es die erste Aktivitätszeit für Nurasulov geben. Stattdessen kommt jetzt aber genau andersrum. Zweite Aktivitätszeit aufgrund von Passivität für Alexander Huschkin. In den ersten 30 Sekunden vorhin hat er keine Wertung erzielt und deswegen steht hier auch 1:0 für Nurasulov. Jetzt sieht er ein bisschen aktiver aus. Er will natürlich auch aus dem Kampfgeschehen heraus eine Wertung erzielen. Probieren natürlich schnell an die Beine zu gelangen vom schwereren Magomed Gadzhin Nurasulov. Keine Wertung, deshalb der nächste Punkt für Magomed Gadzhin Nurasulov. Den hat er auch jetzt nach der Aktivitätszeit erhalten. Doch der Kampfrichter Shukri Chakmak zeigt jetzt rot. Etwas passiv an. Es gibt noch keine Ermahnung. Doch jetzt vielleicht. So ist es. Jetzt gibt es auch die erste Aktivitätszeit gegen Magomed Gadzhin Nurasulov. Und Waldemar Galvas, Weingartens Freistil-Trainer, ist da gerade ein bisschen aus dem Sattel gegangen. Ich glaube, er ist nicht so ganz glücklich, dass Magomed Gadzhin Nurasulov hier noch keine einzige technische Wertung erzielt hat. Also nur durch Passivität hier mit 2:0 führt. Das ist ein bisschen dürftig aus Weingartner Sicht, muss man tatsächlich sagen. Eine Minute jetzt noch auf der Uhr. Huschkin wird gleich auf 2:1 verkürzen. Genau, du sagst es, er wartet jetzt auch am Boden ab. Schafft das nicht ganz, aber in diesen 2 Sekunden erzielt Nurasulov jetzt auch keine Wertung mehr. So ist es. Alexander Huschkin verkürzt auf 2:1. Sollte es bei diesem Stand bleiben,
gewinnt Weingart den Kampf mit einem Mannschaftspunkt, was ein bisschen zu wenig wäre. So ist es. Die Rechnung auf Schipper-Steffer Sieg würde demnach voll aufgehen, denn in der Hauptrunde hat Nurasulov gegen Ligeti 2:0 gewonnen. Jetzt steuert er hier also nur auf ein 1:0 zu. Gerade eben zu dieser Situation noch. Die Weingartner haben hier einen Punkt gefordert. Doch der Ringer ist auf den Knien rausgerutscht. Deshalb, wenn ein Gegner auf den Knien die Matte verlässt, gibt es keine Punkte. Deshalb geht es weiter. Und es sind auch nur noch 15 Sekunden zu gehen. Auf eine interessante Position. Aber Nurasulov scheint auch hier nicht weiter nach der Wertung zu gehen. Hier, der wird jetzt versuchen, ins Ziel zu bringen. So ist es. Nurasulov mit dem zweiten Sieg für Germania Weingart. Ja, zwei Kämpfe gesehen an diesem Abend. Germania Weingarten beide gewonnen, führt also in diesem Rückkampf mit 3:0. Und in der Addition aus Hin- und Rückkampf haben wir damit ein 10:15. Aber jetzt, glaube ich, kommt der erste Kampf, in dem der VfK hier klar favorisiert ist. Das stimmt. Und auch wenn die Weingarten jetzt beide Kämpfe gewonnen haben, ich denke, hier im Schwergewicht, wie du es schon angesprochen hast, können sie nicht ganz zufrieden sein, weil man doch mindestens einen technischen Punkt von Nurasulov gegen einen 12 Kilo leichteren Mann hätte erwarten können. Doch wir blicken auf die 63 Kilogramm Klasse im freien Stil für den SV Germania Weingarten. Auch einer, der schon ziemlich lang dabei ist bei Germania, der Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaften 2015, Vassil Schubta. Und auf der anderen Seite für den VfK Schipperstadt ein Mann, der international noch nicht so sehr in Erscheinung getreten ist. In Russland hat er das hochdotierte Alexander Medvedev-Turnier gewonnen. 2018. Selimkan Abakarov. Schubta gegen Abakarov und wie gesagt, der Mann aus Schipperstadt ist der klare Favorit. Auch dieses Duell gab es schon mal in dieser Saison und das war eine kurze Angelegenheit. Vassil Schubta verlor mit 18:0 in nicht einmal 2 Minuten. Ich glaube, das wird ihm heute jetzt nicht nochmal passieren, aber ein 2 oder 3:0 hat der VfK da sicherlich eingeplant. Genau, bei dem Kampf, den du angesprochen hast, lag das an der Beinschraube, die Selimkan Abakarov wirklich sehr stark beherrscht und dort in sehr, sehr wenigen Sekunden sehr viele Punkte gegen Vassil Schubta erzielt hat. Ein Faktor in diesem Kampf könnte natürlich auch die Gewichtsreduktion sein von Vassil Schubta, denn international startet er seit 2018 in der 65 Kilogramm Klasse. Das heißt, er macht hier mehr Gewicht als bei den internationalen Kämpfen. So sieht's aus und die laufende Saison bisher für Vassil Schubta, es ist übrigens seine insgesamt vierte im Trikot der Germanen, war doch relativ durchwachsen, nur 2 von 5 Kämpfen gewonnen, da hat man sich schon ein bisschen mehr versprochen. Mal schauen, ob er heute eine Schippe drauflegen kann, er wird ja wieder mal tatkräftig unterstützt von seiner Frau, ist mit der unter der Woche hier in Weingarten angekommen, also schauen wir mal, ob sie ihn hier ein bisschen pushen kann gegen Selimkan Abakarov, der bekommt jetzt zumindest mal die erste Ermahnung gegen Passivität. Sieht auf jeden Fall bislang enger aus als im ersten Kampf. Beide Ringer mit einer Passivitätsermahnung. Selimkan Abakarov, einer der Sportler beim VfK Schipperstadt, die wirklich nur für die ganz wichtigen Kämpfe eingesetzt werden. Es ist nämlich erst sein dritter Einsatz in dieser Saison. Konnte einmal gewinnen gegen Vassil Schubta mit 4:0 und im Halbfinale gegen den ASV Nendingen. Hier hat er den senegalesischen Exoten Adama Diata mit 3:0 besiegen können. Und jetzt sehen wir auch die erste Aktivitätszeit gegen Vassil Schubta laufen.
den dritten Weltmeister von 2015 und den dritten der Europaspiele von 2015. Aber von der Form ist er mittlerweile doch ein gutes Stück entfernt. Wie gesagt, durchwachsene Saison bisher für Schubka und er wird auch jetzt hier gleich mit 0:1 in Rückstand geraten. Genau in dieser Sekunde, wo die Aktivitätszeit abgelaufen ist. Jetzt versucht auch Abakarov hier die erste Wertung zu erzielen. Er versucht den Takedown gegen Vasil Shubta. Der Germane wehrt sich doch. Das sind auch jetzt die ersten technischen Punkte für den VfK Schipperstadt. Da kommt der Punkt von der Aktivitätszeit noch mit hinzu. Also geht der Russe im VfK-Dress mit 3:0 in Führung. Und auch zwei sehr schöne Punkte, muss man an der Stelle sagen. Ein unheimlich flinker Angriff, kaum zu sehen und kaum abzuwehren, entsprechend für Schubka. Das muss man sowieso sagen, das Niveau im Freistil in der deutschen Ringerliga extrem hoch. Also auch in der Defensivarbeit teilweise und eben was die Geschwindigkeit betrifft, richtig, richtig stark. Du sagst es und obendrein muss man sagen, dass mit Selimkan Abakarov, wir hier einen Athleten sehen, der noch nie eine Europa- oder eine Weltmeisterschaft gerungen hat. Das ist auch etwas, was wir hier im Ringen sehen, was etwas ganz Besonderes ist. Die russischen Athleten, die haben einfach eine sehr, sehr große Leistungsdichte in ihrem Nationalteam und auch generell in ihrer Ringerszene. Selimkan Abakarov ist 25, ist auch jetzt noch nicht ganz jung, noch nie EM und WM gerungen und hier in der DRL geht er trotzdem fast in jeden Kampf als Favorit rein. Das zeigt natürlich die große Qualität der Ringer aus Russland. So, weiter geht's mit der zweiten Runde. Also 3:0 für Selimkan Abakarov. Die Schipperstädter erhoffen sich natürlich jetzt auch noch mal einige weitere Punkte von Abakarov. Wie du schon gesagt hast, ein 3:0 wäre schon gut aus Schipperstädter Sicht. Das erhoffen sich die Trainer Erol Bayram und Markus Scherer dann schon. Einer von zwei Kämpfen in der ersten Halbzeit hier heute Abend, in denen ich übrigens den VfK ganz klar favorisiert sehe. Der zweite wird dann sein zwischen Maxim Marmulat und Sanal Semenov. Den gab es ja auch schon vergangene Woche. Etwas enger dürfte es zwischen Safarian und Hamsatov gleich werden. Aber wie gesagt, also in diesem Duell der VfK für mich klar favorisiert. Und er wird hier wohl auch seine ersten Punkte heute Abend einfahren. Es sieht sehr danach aus, die nächste Aktivitätszeit jetzt gegen Vasil Shubta. Doch er wird ein bisschen ähnlich wie der Schipperstädter Alexander Huschtin im Schwergewicht nun versuchen, hier so wenig Punkte wie möglich abzugeben, um den Rückstand nicht größer werden zu lassen. Man muss an der Stelle vielleicht auch tatsächlich mal, wenn der Kampf jetzt gerade nicht so spektakulär daherkommt, die Defensivarbeit von Abakarov loben, der mir wirklich gar keinen Angriff bislang zulässt. Also da fehlen Schubka tatsächlich einfach schlicht und ergreifend die Mittel gegen diesen defensiv unheimlich starken Selimkan Abakarov. So gibt es dann eben auch mal wieder verbale Ermahnungen vom Kampfgericht an den Ukrainer im Trikot des SV Germania. Sieht nicht so aus, als ob er hier den Spieß noch umdrehen könnte in den verbleibenden jetzt noch 1,5 Minuten. Aber Karov bleibt weiterhin der aktivere Sportler, zieht hier auf und das sieht auch der Kampfrichter, streckt jetzt den roten Arm aus. Und es gibt die nächste Aktivitätszeit gegen Vasil Shubta. Sollte Abakarov hier nicht noch die ganz große Aktion aus dem Hut zaubern, dürfte es trotzdem auf einen 2:0 Mannschaftserfolg für die Gäste rauslaufen. An dieser Stelle vielleicht auch noch mal zur Erinnerung: 3 Mannschaftspunkte gäbe es ab einem Vorsprung von 8 Zählern. 2 bis 7 ist noch 2 Punkte, ab 8 Punkten dann also 3. Aber danach sieht es hier aktuell, wie gesagt, nicht aus. Jetzt noch 50 Sekunden. Und Abakarov erhöht durch die dritte nicht gelungene Aktivitätszeit von Shubta auf 5:0. Aber der Russe lässt auf keinen Fall die Zeit ablaufen. Er strengt sich weiter an, holt hier die nächste 2 und jetzt
ist er nur noch einen Punkt von der von dir angesprochenen 3-Punkte-Führung entfernt. Und jetzt hat er es auch gerade angezeigt bekommen von der Trainerecke der Schipperstädter, dass er noch einen Punkt erzielen soll, damit es eben hier 3 Zähler für die Pfälzer gibt. Ja, und nicht nur Markus Scherer und Erol Bayram sind da engagiert, da drüben in der Schipperstädter Ecke auch Emsarius Bedinidis Schacko, wie er genannt wird, gehört ja mittlerweile zum Betreuerstab der Pfälzer und der macht seinen Athleten jetzt nochmal heiß, der will den 8. Punkt sehen und damit das 3:0 aus Sicht der Pfälzer. 15 Sekunden sind es noch, für Schubter wird es jetzt ganz, ganz wichtig sein, wenigstens nur mit 2:0 zu verlieren. Aber Caro versucht es nochmal, aber da kommt kein Angriff mehr zustande. Er gewinnt den Kampf mit 7:0 Punkten auf der Matte. Das heißt 2 Punkte nur für den Russen und für den VfK Schipperstadt. Und Sie hören es, liebe Zuschauer, in den Worten von Hallensprecher Ralf Oberacker, die Weingartener sind doch zufrieden mit Wassi Schubter, denn in der Gruppenphase hat er noch mit 4:0 verloren und jetzt darf er sich auch mit Sprechchören feiern lassen, auch wenn er natürlich enttäuscht ist über die Niederlage. Wassi Schubter. So, wir haben die Paarung hier schon gehört im Halbschwergewicht. Ganz kurz auch für Sie hier die Erläuterung. Die beiden haben schon einmal gegeneinander gerungen. Den Kampf auf der Matte hat Javid Hamzatov gewonnen. Allerdings hatte der Schipperstädter bei dem Kampf 97,3 Kilogramm auf die Waage gebracht und hatte somit Übergewicht. Und deswegen hat Maxim Safarian den Kampf dann im Nachhinein mit 4:0 gewonnen. Auf der Matte aber steht hier ein sehr, sehr enges Duell bevor. Definitiv. Und da wir gerade eben noch beim Schubter-Kampf waren, nochmal 2 Sätze zum Hinkampf vor einer Woche in der Wilfried-Dietrich-Halle. Da haben die Weingartner natürlich nicht nur 3 Vierer abgegeben, was für ein Finale ohnehin zu viel ist, das muss man mal ganz klar sagen. Sie haben auch in dem einen oder anderen Kampf, den einen oder anderen Zähler eben liegen lassen. Ja, Kara Petschalian zum Beispiel hätte locker 2 statt 1:0 gewinnen können, Shami Musayev genauso. Deswegen gerade eben auch ein bisschen Erleichterung quasi im Germanenlager, dass Vasil Schubter es gelungen ist, das 0:2 ins Ziel zu bringen. Denn auch sowas kann in einem Finale am Ende über den Titel oder den 2. Platz entscheiden. Und hier sehen wir auch schon die ersten Punkte von Javid Hamzatov, der heute im Finale natürlich das Gewicht hat. Er bringt 96,7 Kilogramm auf die Waage, geht hier mit 2:0 in Führung. Ja, eine bärenstarke Wertung vom Olympia-Dritten von 2016 übrigens. Also da hatte ein richtig dickes Brett zu bohren heute Maxim Safarian mit dem Javid Hamzatov. Allerdings ist es hier auch wichtig zu erwähnen, dass er diesen Erfolg in der damals 85 Kilogramm Klasse erzielt hat und seit 2016 nach diesem Gewinn der Olympiade, der sein größter Karriereerfolg war, wie du schon sagst, hat er sich dazu entschieden, hochzugehen ins Halbschwergewicht und startet seitdem ausschließlich nur noch in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm. Ja, mit Hamzatov aus Weißrussland. Ja, und jetzt muss er das erste Mal in die Bodenlage der Schipperstädter. Und das ist natürlich die Chance für Maxim Safarian, hier auszugleichen. Der Bulle aus Russland, wie ihn der erste Vorsitzende und Hallensprecher der Germanen, Ralf Obacker, so liebevoll immer nennt, den 37-jährigen Maxim Safarian. Verteidigt von Hamzatov, keine Punkte für Safarian. Das ist natürlich ärgerlich aus Sicht der Gastgeber. Noch eine kurze Anmerkung zu Maxim Safarian. Das ist übrigens der aus der russischen Connection im Weingartener Lager, der sich mit Abstand am meisten elektrisieren lässt von dieser ganzen Atmosphäre hier in der deutschen Ringerliga. Da schwärmt er jede Woche, wie toll das doch sei, vor so einem Publikum zu ringen. Es ist seine 2. Saison mittlerweile hier in Weingarten. Und insgesamt hat er 8 von 14 Kämpfen gewonnen. Also eine durchwachsene Bilanz. Aber wie gesagt, er fühlt sich pudelwohl im Team von Trainer Frank Heinzelbecker. Mit Sicherheit auch ein wichtiger Aspekt dafür, dass weitere russische Sportler eben zum SV Germania Weingarten kommen. 25 Sekunden sind es jetzt noch hier in der ersten Halbzeit dieses 97 Kilogramm griechisch-römisch Kampfs. Und jetzt gibt es eine Passivitätsermahnung für Safarian. Es ist die erste, deswegen muss er noch nicht nach unten. Das wäre dann erst bei der zweiten der Fall.
Aber es deutet alles darauf hin, dass Javid Hamzatov mit einer Führung hier in die Pause geht. Und das dürfte den Gastgebern natürlich ganz und gar nicht schmecken. So ist es. Der Handsprecher hat es gerade durchgegeben. Hamzatov also mit 2:0 in die Punkte. Das ist schon auch ein Schlüsselkampf, wenn Weingarten hier noch einmal was bewegen will. Denn nicht vergessen, liebe Zuschauer, die Nordbaden haben 8 Punkte aufzuholen gegen den VfK Schifferstadt. Und wenn sie das tun wollen, dann brauchen sie hier einen Sieg ihres 37-jährigen Sportlers aus Russland von Maxim Safaya. Ja, der eine oder andere hatte vielleicht in der Schifferstädter Aufstellung hier in dieser Gewichtsklasse vielleicht auch mit Vladen Kosliuk gerechnet. Der war auch im Halbfinale am Start gegen den Nendinger. Schischmann hat allerdings mit 5:0 verloren. Deswegen vielleicht auch jetzt die Entscheidung hier mit Hamzatov mal wieder einen frischen Mann zu bringen. Bislang scheint der Plan von Markus Scherer und Erol Bayram aufzugehen. Ich denke, ein Argument für Javid Hamzatov war auch seine Erfahrung, wie du es schon angesprochen hast, Bronzemedaillengewinner bei Olympia. Er ist 29 Jahre alt, damit doch einige Jahre älter als Vladen Kosliuk. Und deswegen hat man ihm, denke ich, einfach mehr zugetraut gegen Maxim Safaya. Der jetzt übrigens verkürzt aufgrund einer Passivitätsermahnung für Hamzatov und könnte jetzt, wenn er sich diesmal am Boden besser anstellt als beim ersten Mal, sogar in Führung gehen. Und der versucht, so wie es aussieht, mit dem verkehrten Aufheber. Hamzatov hat hier sein Gewicht sehr geschickt verlagert und somit den Angriff abgewehrt. Wir gehen in die letzten 2 Minuten dieses Kampfes rein. Hamzatov führt mit 2:1. Jetzt sehen wir natürlich auf beiden noch ein starker Angriff von Hamzatov, doch, er wird nicht gegeben. Hier sehen Sie wieder das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Sowohl der Punktrichter als auch der Mattenpräsident haben die weiße Kelle hochgehoben. Und deshalb gibt es hier keine Wertung für Javid Hamzatov. Es bleibt beim Stand von 2:1. Er hat sein Bein benutzt bei diesem Takedown. Das ist verboten im griechisch-römischen Stil. Man darf hier nur mit dem Oberkörper agieren. Ich glaube, die Entscheidung war so auch korrekt, wenn ich das in der Geschwindigkeit richtig sehen konnte. Eine Zeitlupe haben wir hier leider nicht, aber es sah korrekt entschieden aus. Und Frank Heinzelbecker dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein, da in der Weingarten in der Ecke, denn ein 1:4 Rückstand wäre auch gleichbedeutend mit 2 Mannschaftspunkten gewesen für die Schifferstädter. Vielleicht gibt es jetzt aber auch so nächste Bodenlage für Safarian und die Chance für Hamzatov. Auch hier sehen wir jetzt gerade viele Proteste. Das ist auch immer eine sehr subjektive Geschichte mit dem Öffnen der Arme in der Bodenlage. Eigentlich muss der Ringer beide Arme von sich gestreckt haben, um eben dem Gegner die Möglichkeit zu geben, einen Griff zu versuchen. Nur es geht schon wieder im Stand weiter. Es geht in die letzte Minute und Javid Hamzatov sieht nicht so aus, als würde er sich hier mit der 2:1-Führung begnügen. Ja, aktuell sieht es so aus, als ob Safarian eher zufrieden wäre, wenn der Kampf jetzt dann zu Ende geht. Der 37-Jährige scheint dann doch jetzt ein paar Körner mehr zu verlieren hinten raus. 35 Sekunden sind noch. Es riecht alles nach dem zweiten Einzelsieg für den VfK an diesem Abend. Und damit stünde es nach insgesamt 4 von 10 Duellen, die wir hier heute sehen, 3:3. Hat er nochmal die Kopfklammer probiert, der Weißrusse, auf Seiten der Schifferstadter. Aber Maxim Safarian ist natürlich, wie du schon angesprochen hast, ein äußerst erfahrener Athlet, der sich hier in den letzten Sekunden auch nicht so leicht noch etwas abgibt. Und Sie hören die Fans runterzählen. Das war's hier im Halbschwergewicht. Hamzatov gewinnt 2:1. Ein weiterer Mannschaftspunkt für Schifferstadt. Und somit der Ausgleich hier im Rückkampf 3:3. Sieg
Ja, 3:3 steht es also hier in diesem Rückkampf in Weingarten und in der Summe aus Hin- und Rückkampf bedeutet das aktuell 10:18. 6 Duelle haben wir noch. Germania Weingarten muss nach wie vor 8 Punkte Rückstand aufholen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Duell hier vor der Pause. In Rot Maxim Mamulat, in Blau Sanal Semenov, auch einer der stärksten Sportler im Kader der Schipperstädter. Er ist dreimal auf die Matte gegangen, hat alle drei Male 4:0 gewonnen und zweimal sogar auf Schultern. Also ein ganz, ganz starker Kämpfer aus Russland hier auf Seiten des VfK. Und das konnte man auch schon im Hinkampf bewundern. Den hat er nämlich klar gewonnen gegen Maxim Mamulat. Da ist ihm der Moldawier mit rumänischem Pass ganz schön reingelaufen. Jetzt führt aber hier der Weingartner durch einen Konter mit 2:0. Und aus dem Germanen-Eck kam der rote Würfel geflogen. Frank Heinzelberger hätte sich da über eine 4 statt einer 2 gefreut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Protest überhaupt durchgezogen wird oder ob Mamulat den Würfel zurückgeben lässt. Für mich etwas verwunderlich, dass hier der Protest von Weingartner. Sanal Semenov ist dabei abgerutscht und Maxim Mamulat hat danach die 2 geholt. Für mich eher unwahrscheinlich, dass die Kampfrichter hier noch einmal auf eine 4 für Weingarten entscheiden. Aber der Ringer hat die Challenge genehmigt, weil er natürlich hier auf seinen Trainer hört. Wir schauen uns das Ganze an. Ja, das dauert noch mal einige Sekunden, glaube ich, bis es hier zur Challenge kommt. Da können wir doch noch mal kurz auf den Hinkampf eingehen. Ich erinnere mich dabei, dass Maxim Mamulat es sehr stark mit der Kopfklammer versucht hat. Und was für mich wirklich beeindruckend war, war die Abwehrarbeit hier von Sanal Semenov, der die ganze Zeit eigentlich kaum atmen konnte, weil er in der Kopfklammer von Maxim Mamulat drin gesteckt hat. Aber eben die ganze Zeit trotzdem noch wach blieb, nicht zu passiv war und die Angriffe danach gut gekontert hat und am Ende sogar mit einem Schultersieg gewinnen konnte. Ja, die 4 Punkte waren natürlich aus Weingartener Sicht so auch nicht einkalkuliert. Also Mamulat sicherlich nicht favorisiert gewesen im Hinkampf, aber in der 4er für Schifferstadt hatten die Germanen da sicher nicht gerechnet. Das passt aber irgendwie auch so ein bisschen ins Bild rein aus Sicht von Mamulat. Man muss sagen, er tut sich diese Saison schon extrem schwer, der ehemalige Nendinger. Mal sehen, ob er hier heute besser zurechtkommt. Er wird übrigens in der Halle unterstützt von seinem Bruder Vyacheslav. Den habe ich vorhin schon hier in der ersten Reihe zu unserer Linken sitzen sehen. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob es eine 2 oder eine 4 war. Die Weingartner Fans fordern natürlich die 4, doch das entscheidende Wort liegt bei den Kampfrichtern. Und sie bestätigen die Wertung. Und Weingarten hat hiermit die Challenge verloren. Und deshalb erhält der VfK Schipperstadt hier noch einmal einen Punkt. Also, es hat sich als eine eher unglückliche Lösung hier erwiesen, die Challenge zu fordern. Man weiß natürlich nie, wie das Kampfgericht entscheidet. Doch Maxim Mamulat kämpft weiter und versucht weiter Punkte zu erzielen. Jetzt haben wir hier eine weitere Situation. Der Angriff ging von Maxim Mamulat aus. Sanal Semenov hat gekontert. Die Weingartner reklamieren Beinarbeit, aber Problem ist natürlich jetzt auch, die Challenge ist weg. Sie haben keinen Würfel mehr und das für immerhin noch 5 Minuten, 9 Sekunden. Ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, kurz nochmal zur Erklärung. Der Punktrichter hat die weiße Tafel hochgehoben, aber der Mattenpräsident Uwe Steuler hat hier entschieden, dass der Konter gilt. Und somit 3:2 für Sanal Semenov. Zu Ihrer Erklärung, liebe Zuschauer, wenn ein Angriff von einem Ringer ausgeht und er just dabei zum Beispiel in die Bodenlage gerät und der Gegner einen Punkt daraus machen kann, entscheiden die Kampfrichter hier oftmals darauf, dass der Angriff vom Gegner kam. Und somit wollen sie den angreifenden Ringer nicht benachteiligen und geben dann eben dem Gegner keinen Punkt. Aber wenn die Kampfrichter einen Konterangriff erkennen können, dann geben sie diesen Punkt, diesen
diesen Angriff scheint Uwe Steuler hier erkannt zu haben und gibt deshalb die 2 Punkte für Sanal Seminar. Und genau auf diese Geschichten machen wir den Ringsport aus. 1:10 absolviert, hier war jetzt schon alles drin. Challenge. Unheimlich knifflige, spannende Aktionen. Auch ein sehr, sehr aggressives Duell. Wir sehen natürlich Maxi Mamula, dem stinkt das, dass er den Ringkampf verloren hat. Deshalb sehen wir die beiden Ringer, die sich hier doch deutlich beackern. Jetzt zeigen die Kampfrichter an, dass es Beinarbeit gab von Sanal Seminov. Jetzt holt Uwe Steuler die beiden Sportler noch einmal zu sich und möchte sie auch doch noch mal zu einer fairen Ringweise ermahnen. Ja, der Großteil der Ermahnung von Uwe Steuler ging, glaube ich, an die Weingartner-Seite, an Maxi Mamulat. Aber wie du schon gesagt hast, ein von beiden Seiten sehr verbissen geführtes Duell. Aber es steht jetzt eben auch wahnsinnig viel auf dem Spiel hier für beide Mannschaften in diesem Finalrückkampf der deutschen Ringerliga. Sanal Seminov übrigens ist der 2. Militärweltmeister 2018. Und er hat auch schon mal den großen Preis von Deutschland in Dortmund gewonnen. Das war im Jahr 2016. Doch auch er war genauso wie Selimkan Abakarov noch nie bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft dabei. Er kommt aus dem tiefen Russland, aus Krasnojarsk, wo es doch jetzt auch bestimmt sehr, sehr kalt ist. Und er hat seine ganze Stärke eben hier in die deutsche Ringerliga reingeworfen und ist bislang noch ungeschlagen. Nach dem deutlichen Hinkampfergebnis haben wahrscheinlich auch einige damit gerechnet, dass die Weingartner Maxi Mamula diesmal vielleicht rauslassen würden für dieses Duell. Tatsächlich kann ich Ihnen sagen, wurde versucht, Shambulat Lokajew hierher zu bekommen aus dem Trainingslager der russischen Nationalmannschaft. Er hat letztlich keine Freigabe bekommen, genauso wenig wie Nikita Melnikov in der Klasse mit 97 Kilogramm griechisch-römisch. Deswegen haben wir gerade eben Safarian gesehen und jetzt Mamulat. Also die Weingartner, die haben nicht alles ausschöpfen können, was ihr Kader in dieser Saison hergibt. Doch wenn wir hier Maxim Mamulat sehen, dann sehen wir auch, dass er wirklich alles in die Waagschale wirft, um nicht wieder so hoch zu verlieren wie im Hinkampf oder sogar vielleicht einen Sieg zu holen, auch wenn natürlich Sanal Seminov als ungeschlagener Sportler in der DRL klarer Favorit jetzt in die Bodenlage geht und die Möglichkeit hat, seine Führung auszubauen. Starker Ausheber auf jeden Fall schon mal. Technisch sehr, sehr stark Sanal Seminov, der seinen Gegner hier fast schon auf die Schultern bringt. Doch Mamulat kontert ihn und hat hier Sanal Seminov auf ganz kurz auf einer Schulter gehabt, verkürzt somit auf 4:9. Also, liebe Ringerfans, ich glaube, dieser Kampf hat wirklich alles zu bieten. Wahnsinn! Wahnsinn, diese ersten 3 Minuten erzählen schon wieder unendliche Geschichten in diesem Duell hier. Mamulat gegen Seminov. Ich wollte gerade zur Lobeshymne anstimmen auf den Russen und dann kommt der Konter von Mamulat. Also 4:9 zur Pause zwischen diesen beiden, aber man hat das Gefühl, hier ist noch alles offen. Aber für mich auch aus neutraler Perspektive, auch gerade jetzt aufgrund dieser Aktion, Sanal Seminov, ein Sportler, den ich unglaublich gerne zuschaue, weil er sehr, sehr technisch ist. Wir haben es hier eben gesehen, bei seinem Ausheber hat er danach Maxi Mamula direkt auf die Schultern buxiert, was wenige Sportler schaffen. Und er ringt einfach offensiv, er nimmt es in Kauf, auch wenn es danach mal einen Konter gibt. Das sind natürlich Sportler, die Fans sehen wollen. Attraktives, offensives Ringen. Ja, und in der Pause gab es nochmal ein paar Instruktionen für Sanal Seminov von Erol Bayram, Schifferstadts Freistil-Trainer, der natürlich ganz gerne hier ausgerechnet in Weingarten, wo auch hier selbst mal gerungen hat, den Titel gewinnen würde. Es wäre der erste für den VfK nach 14 Jahren Durchstrecke. Und insgesamt der 11. Meistertitel auf Mannschaftsebene für die Pfälzer. Germania Weingarten hat derer 3 geholt bisher, nämlich 2011, 2012 und 2017. Jetzt gibt es auch die 3. Ermahnung gegen Maxi Mamulat. Wie zu erwarten war es. Sanal Seminov ist der stärkere Athlet im Stand und bekommt jetzt hier auch schon einen Passivitätspunkt und schickt seinen Gegner wieder runter in die Bodenlage. Er führt aktuell mit 10:4 und schon ein Durchdreher würde ihm reichen, um 3 Mannschaftspunkte für sein Team zu holen. Ja, und wenn man gesehen hat, wie er sich bisher in der Bodenlage präsentiert hat, muss man davon schon fast ausgehen, dass er hier nochmal erhöht.
käme vermutlich einer Vorentscheidung gleich in diesem nach wie vor hart und eng geführten Duell zwischen Marmulat und Semeno. Schöner Durchdreher vom Russen. 12 zu 4, also nun die Führung 8 Punkte, die wichtigen 8 Punkte Differenz hat er jetzt aktuell im Moment. Doch, da ist natürlich nichts gelaufen. Frank Heinzelberger geht auch noch mal näher. Ermuntert seinen Sportler Maxim Marmulat, denn es sind noch 2 Minuten zu gehen. 2 Minuten die Möglichkeit für Marmulat, hier vielleicht noch mal eine Aktion zu setzen und zu verkürzen. Wäre natürlich extrem wichtig aus Weingartener Sicht, sonst würde man hier mit einem 3 zu 6 in die Halbzeitpause gehen und müsste in der Addition aus Hin- und Rückkampf schon 11 Punkte ausholen. Bei nur noch 5 verbleibenden Duellen ist das schon fast nicht mehr zu machen. Ich bin gespannt, ob Marmulat hier nochmal eine Schippe drauflegen kann in den letzten 90 Sekunden, denn der Kampf, so intensiv hier bisher geführt wurde, dürfte auch schon einiges an Kraft gekostet haben. Gewichtsprobleme dürften die beiden Athleten nicht haben. Maxim Marmulat hat ja hier 64,9 auf die Waage gebracht. Sanal Semenov 66,6. Ich glaube, keiner der beiden Sportler hat jetzt großartig viel Gewicht gemacht für diesen Kampf. Und die Weingartner Fans, die haben das natürlich erkannt, dass es ein wichtiges Duell ist. Und Maxim Marmulat jetzt ihre Unterstützung braucht. Und deshalb hören wir auch hier in weiten Teilen der Halle die Anfeuerungsrufe für den Moldawier, der Weingartner. Ohnehin muss man sagen, die Stimmung hier in der Walzbach-Halle exzellent. Das liegt nicht nur am Walzbach-Inferno, das liegt natürlich auch am gegnerischen Fanblock, an den Apparate aus Schifferstadt. Und ich fand es bemerkenswert, wie ruhig es mit einem Mal wurde, als sie alle auf den Videobeweis geschaut haben. Da hast du die Spannung spüren können in der Halle. Genau, und jetzt scheint Marmulat auch den Zuspruch der Zuschauer nutzen zu können. Er hat eine erneute Passivitätsermahnung. Er kämpft, darf jetzt am Boden versuchen, Maxim Sanal Semenov hier durchzudrehen oder ihn auszuheben. Es wäre natürlich wichtig, wenn ihm das gelingt. Und die Zuschauer geben natürlich jetzt noch einmal alles in der letzten Minute hier im letzten Kampf vor der Pause. Ausheberversuch. Sieht fast schon ein bisschen nach Beinarbeit in der Defensive bei Semenov aus. Genau, du sprichst das hohe Bein an. Er hat das Bein natürlich hochgestreckt. Aber abgesehen davon bewegt er sich auch sehr viel mit dem gesamten Körper. Uwe Steuler möchte hier natürlich die Situation noch einmal besprechen. Das ist natürlich auch wieder eine sehr subjektive Geschichte. Beinarbeit in der Bodenlage. Wenn die Regel ist hier natürlich, wenn der Sportler mit dem Bein zu sehr blockiert, dann gibt es eine Verwarnung für den verteidigenden Sportler und eine 2 für den angreifenden Sportler. Wie sehr dieses zu sehr Blockieren aussieht, müssen natürlich die Kampfrichter entscheiden. Tatsächlich wird Beinarbeit gewertet. 2 Punkte für die Germanen. Ich wollte gerade schon sagen, gehen wir wieder. Ihre 4 Challenge zum Verhängnis, die sie verloren haben. Die konnten nicht einschreiten, aber Uwe Steuler hat es selbst getan. 2 Punkte also für Marmulat. Genau, meiner Meinung nach auch eine sehr gute Methode hier von Uwe Steuler, die Kampfrichter zu sich zu rufen und noch einmal die Situation zu besprechen. Wenn es eine Verwarnung gibt in der Bodenlage, dann wird der Kampf auch dort fortgesetzt. Das heißt, Maxim Marmulat hat jetzt die Möglichkeit auf weitere Punkte. Aber sollte er vielleicht auch gar nicht unbedingt riskieren, denn so geht er aktuell mit einer 0-2 Niederlage raus. Auf ein 0-1 kommt er schon fast nicht mehr runter. Also taktisch cleverer wäre es wahrscheinlich tatsächlich, die 17 Sekunden jetzt irgendwie runterzubringen von der Uhr. Und ich denke, mit einem 0-2 können die Germanen in dieser Gewichtsklasse definitiv und auch nach der Erfahrung aus dem Hinkampf leben. Sie können auf jeden Fall damit leben, aber reichen wird es nicht für eine Pausenführung für den SV Germania Weingarten, denn die geht an den VfK Schipperstadt. Sanal Semenov gewinnt mit 12-6 2 weitere Mannschaftspunkte für die Pfälzer. Ja, Christoph, du hast es mit den Viererwerten. Wir haben eine Pause von, ich sag mal, 30 Minuten. 30 Minuten brauchen wir, bis wir sich alle was hier in den C-Block. Lieber im C-Block gibt es was zu trinken. Lieber im C-Block gibt es was zu trinken. Und sonst haben Sie die Ausgänge hinter dem Handrichtertisch. Und sonst haben Sie die Ausgänge hinter dem Handrichtertisch. Da werden wir nicht so viel Zeit aufmachen. Jetzt 30 Minuten Pause. 10 nach 9. 10 nach 9 geht es weiter. Was ein toller Kampf. Lass den Innenkreis frei für den Sport. Lass bitte den Innenkreis frei für den Sport.
Sportler, wir müssen sich warm machen. Dienstags, Donnerstags, ab 17 Uhr, Training bei Messer Germania. Und jetzt lasst bitte den Innenkreis für die Sportler frei. Das gilt auch für die drei Jungs, die ganze Pause schon nicht hören. Auf geht's, los. Komm. Du hast es schon angesprochen, mit den beiden Viererwertungen, die Weingarten im Final-Hinkampf abgegeben haben. Jetzt sehen wir hier bei den zwei Duellen, wo es eine 4 gab, in der Runde schon bei Abakarov gegen Schubta hat Weingarten nur eine 2 abgegeben und Marmulat hat jetzt auch nur eine 2 abgegeben gegen Semenov. Das ist natürlich eine Steigerung gegenüber dem Hinkampf, aber es ist natürlich nicht die Überraschung, die die Weingartner brauchen, um dieses Duell noch zu drehen. Wie siehst du jetzt die nächsten Kämpfe? Du hast schon genau gesagt, die ganz große Überraschung, die gab es noch nicht und die brauchen die Weingartner natürlich hier. Nach 8 Punkten Rückstand nach dem Hinkampf musst du irgendein Ding ziehen, mit dem keiner rechnet. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Ganz kurz nochmal der Vollständigkeit halber, falls die Ralf Oberanker den Hallensprecher hier nicht verstanden haben. Schifferstadt führt zur Pause, also 5:3 und deswegen haben wir aus Hin- und Rückkampf ein Ergebnis von 20:10 für den VfK. Weingarten muss also immer noch 10 Punkte aufholen und hat nur noch 5 Duelle Zeit. Wir schauen mal ganz kurz die Paarungen an. Arsen Musalaliev gegen Arik Shevtsukov ist das erste direkt nach der Pause. Dann Alejandro Valdez mit Bayran Cunha. Ein ganz, ganz heißer Kampf wird das mit Sicherheit. Jan Fischer trifft auf Lascha Gobadze, Kara Pechalian auf Kasper Kilov und Kadimagomedov hat es mit Vasil Mikhailov zu tun. Ich würde ja sagen, in 3 Kämpfen sind die Weingartner favorisiert. Musalaliev, Chalian und Kadimagomedov, die haben auch in der Hinrunde, also vergangene Woche in der Wilfried Dietrich alle 3 gewonnen. Ich glaube auch, Valdez gegen Cunha dürfte deutlich enger zugehen. Vielleicht schafft es der Kubaner auf Weingartner Seite auch, das Ding diesmal umzudrehen. Er dürfte deutlich besser vorbereitet sein auf seinen Gegner. Der Einzige, der chancenlos sein dürfte, das ist Jan Fischer auf Weingartner Seite gegen Lascha Gobadze. Das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Und ich würde sagen, liebe Zuschauer, wir lassen auch Sie an den Fernsehern und an den Laptops jetzt einmal ein bisschen was essen und trinken. Und dann sehen wir uns hier kurz vor 8:50 wieder, wenn es dann weitergeht mit der zweiten Hälfte. So, liebe Zuschauer, dann heiße ich Sie recht herzlich willkommen hier zur zweiten Hälfte. Wir sehen hier gerade noch eine schöne Tanzeinlage, bevor es weitergeht. Ja, Christoph, lass uns noch ein bisschen über das Sportliche reden. Die Schifferstadter führen hier mit 2 Punkten, haben also insgesamt 10 Punkte Vorsprung. Jetzt sind es 5 Kämpfe noch, die wir sehen. Wo könntest du die Möglichkeit sehen, für den SV Germania Weingarten noch einen Überraschungssieg oder vielleicht mehr Überraschungspunkte zu landen? Ja, also wie schon vorhin in der Abmoderation der ersten Halbzeit quasi gesagt, glaube ich, dass wir 3 Kämpfe auf Weingartener Seite sehen. Sicher einen auf Schifferstädter Seite in der zweiten Halbzeit. Musalaliev, Chalian und Kadimagomedov dürften für Germania Weingarten hier heute Abend erfolgreich von der Matte gehen. Gobadze gegen Fischer für Schifferstadt. Wichtig wird natürlich sein, dass die Weingartner irgendwo einen hohen Sieg schaffen. Eventuell Kadimagomedov ganz hinten drin. Der letzte Kampf des Abends, wenn es dann um alles geht, wenn er es dann auch weiß, dass er vielleicht einen Vierer braucht. Ich würde ihn technisch tatsächlich als einen der stärksten Ringer einschätzen, die Weingarten jemals hatte. Ein unglaublich starker Freistieler. Erinnert mich so ein bisschen in seinen Zügen an Bekan Gurdjieff damals oder auch an Andrej Stachnik. Also ein richtig, richtig starker Mann. Bei ihm habe ich so am ehesten das Gefühl, dass er vielleicht für eine große Nummer sorgen kann. Und die braucht Germania Weingarten hier in der zweiten Halbzeit definitiv. Vielleicht ja auch Alejandro Valdez. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm das nicht nochmal passieren wird, was ihm letzte Woche in Schifferstadt gegen Cunha passiert ist. Aber warten wir es ab. Genau,
Und auf der Matte sehen wir schon die ersten beiden Sportler, die jetzt gleich auf die Matte gehen. Wir sehen ein russisch-russisches Duell. Zwei junge Talente, die wir hier auch sehen. Auf Weingartner Seite Arsen Ali Musalaliev, 22 Jahre alt. Er war zweimal dabei bei der U23 EM, hat aber natürlich hier in dieser Gewichtsklasse sehr, sehr viele Konkurrenten. Einer von ihnen ist Alex Schimpsukow, den wir im Blau sehen. Gab schon vergangene Woche Musalaliev gegen Schimpsukow. Damals hat Musalaliev mit 7-4 gewonnen, unter anderem eine wunderbare Viererwertung gezeigt. Die war eigentlich ja, so mehr oder weniger der Genickbruch in einem relativ ausgeglichenen Kampf, fand ich, für Schimpsukow. Schauen wir mal, wie das hier heute läuft. Musalaliev braucht mindestens ein 1-0, eher ein 2, vielleicht sogar ein 3-0, um die Weingärtner hier nochmal so richtig reinzuholen in diesen Finalrückkampf. Und die Schifferstädter, die sind nur noch ein paar kleine Schritte vom ersten Meistertitel seit 14 Jahren entfernt. Jetzt haben Sie auch die Erfahrung noch einmal von Ralf Oberacker gehört. Auch hier ist es natürlich wichtig zu erwähnen, dass Alex Schimpsukow einen Ringer ersetzt, der wirklich schon lange bei den Schifferstattern dabei war, nämlich Patrick Dublinowski, der Pole mit deutschem Pass. Einer, der jetzt den VfK Schifferstadt auch aller Voraussicht nach verlassen wird und zu den Red Devils Heilbronn wechseln wird. Natürlich auch ein bisschen schade für die deutsche Ringerliga, so einen Sportler zu verlieren, der eine Bindung hatte als einer der wenigen zum VfK Schifferstadt, weil er einfach schon sehr lange in der Pfalz gerungen hat. Und natürlich auch ein weiterer deutscher Sportler, der leider die Liga verlässt. Es bleibt abzuwarten, ob Alex Schimpsukow hier deutlich stärker ringen kann. Wie du es schon angesprochen hast, hat er den Hinkampf verloren und die beiden anderen Kämpfe in der deutschen Ringerliga auch. Deshalb hat er sich, denke ich, einiges vorgenommen jetzt für den Rückkampf gegen Arsen Ali Musalaliev. Dublinowski kann man noch ergänzen. Ich habe extra den Erol Bayram, den Schifferstädter Freistil-Trainer, vorhin noch mal gefragt. Hatte das irgendwie was damit zu tun, dass er sich für einen Wechsel nach Heilbronn entscheiden wird? Aller Voraussicht nach, dass er hier heute nicht dabei ist oder auch schon in den letzten Wochen immer weniger dabei war. Er hat gesagt, nein, das hat natürlich nichts damit zu tun. Aber man hätte schon in der ganzen Saison gesehen, dass Dublinowski eben jetzt einfach an seine Grenzen stößt hier, ja, bei diesem Niveau. Das ging Schimpsukow im Hinkampf nicht anders. Letztlich wahrscheinlich eine Entscheidung, die man nachvollziehen muss, aus Sicht der Schifferstädter, wenn sie hier den Titel holen wollen. Ich warte immer noch so ein bisschen auf den Durchbruch von Alex Schimpsukow, denn wenn wir auf seine Bilanz schauen bislang in dieser Saison, sehen wir 3 Kämpfe, 3 Niederlagen und 0-7 Punkte. Also eingeschlagen hat der 18-jährige Russe bislang noch nicht. Aus Weingartener Sicht kann man tatsächlich sagen, nach 1 Minute 33 ist es bisher so ein typischer Musalaliev-Kampf in dieser Saison. Der braucht immer so ein bisschen, um reinzukommen, um sich einzugrooven, der U23-Europameister von 2018. Das war schon vergangene Woche so. Und hier kommt er jetzt mit dem Beinangriff. Das riecht nach den ersten 2 Punkten in diesem Gefecht. So ist es. Du sagst es, 2 Punkte, der Weingartner Sportler geht in Führung. Doch ich sehe es als sehr schwer an für ihn, denn die beiden bewegen sich doch etwas auf Augenhöhe. 3 Punkte hier zu erzielen, also 3 Mannschaftspunkte für Arsen Ali Musalaliev. Das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, aber es wären 3 Punkte, die die Weingartner angesichts des Gesamtstandes aktuell auf jeden Fall benötigen. Definitiv, und es ist natürlich auch im Optimalfall aus Weingartner Sicht gerechnet, nicht realistisch, sondern so mit dem letzten Strohhalm quasi verbunden. Was bleibt Ihnen auch anderes übrig jetzt hier vor dieser Kulisse?
2 Minuten 25 jetzt auf jeden Fall absolviert in der Klasse bis 87 Kilogramm. Rashid Nusala hier führt mit 2:0, wird diese Führung vermutlich auch in die Pause bringen. Danach machen wir uns dann schon langsam warm für das vielleicht heißeste Duell des Abends. Die Revanche zwischen Valdez und Munia in der Klasse bis 72 Kilogramm. Rashid. Vor der Pause sehen wir jetzt erstmal keine Wertung mehr. Es bleibt bei der 2:0-Führung. Ja, Musalaliev, auch ein neuer Sportler aus Russland hier im Kader der SV Germania Weingarten, der auch schon direkt 9 Kämpfe erhalten hat. Von den 9 hat er 6 gewonnen. Christoph, wie schätzt du den Neuzugang hier ein? Wird er gut aufgenommen? Hat er sich gut integriert? Du hast ja gesagt, Safarian ist hier sehr gut aufgenommen worden, hat das alles gut mitgemacht. Gilt das für Musalaliev auch? Definitiv auch einer, der gut aufgenommen wurde, der sich hier gut integriert und dem ich auch gute Karten einrechne, dass er in der kommenden Saison wieder dabei ist beim SV Germania. Da wird man ja sowieso dann über den Sommer schauen, wie werden sich die Teams verändern, wo rücken sie nach, wo schmecken sie vielleicht auch mal ein bisschen ab. Arsen Ali Musalaliev, gehe ich dann jetzt davon aus, sehen wir auch kommende Saison hier im Weingarten wieder. Hat natürlich auch noch ganz viel Zeit, genauso wie Alex Shipsukov. Noch einmal für Sie, liebe Zuschauer, Arsen Musalaliev, 22 Jahre alt, Alex Shipsukov, 18. Das sind auch zwei Sportler, die sich noch sehr, sehr viel entwickeln können in den nächsten Jahren, international und natürlich auch hier in der deutschen Ringerliga. Musalaliev mit einem weiteren Beinangriff. Er kommt besser aus der Pause raus. Sehr der aktivere Sportler und will jetzt die nächste 2 holen für sein Team. Gute Verteidigungsarbeit, aber im Moment auch von Shipsukov, muss man sagen. Genau, das ist eine Verteidigungsart, die wir sehr oft sehen. Mit der Hand in den Nacken greifen, eben dass der Sportler die Wertung nicht ausführen kann. Doch Musalaliev hat immer noch das Bein und will jetzt natürlich die 2 erzielen. Er will nicht, dass sein Gegner rausgeht. Und das hat der Kampfrichter jetzt auch hier geahndet. Zu Ihrer Erklärung, liebe Zuschauer, Alex Shipsukov hat hier probiert, die Matte zu verlassen, hat also Mattenflucht betrieben. Das wird als Passivität geahndet von den Kampfrichtern. Deshalb erhält Shipsukov eine Verwarnung und es gibt 2 Punkte für Arsen Ali Musalaliev. 4:0 Führung damit für den Russen im Weingarten nach Trikot. Und jetzt kommen wir so wieder in diese spannende Phase dieses Kampfes, wo man dann auch immer sehen muss oder sehen kann, den Unterschied internationales Ring, WM, EM und dann eben Mannschaftsring in Deutschland, wo du nicht einfach nur deinen Kampf gewinnen musst, sondern wo du irgendwann auch natürlich mit Hilfe deiner Trainer in der Ecke entscheiden musst, wann gehe ich wie sehr ins Risiko, um hier vielleicht 3 oder 4 Mannschaftspunkte zu holen. Ja? Jetzt stattdessen aber gibt es den Konter aus Schifferstadt. Und 2 Punkte für Shipsukov, in meinen Augen korrekt. Genau, auch er hat sich jetzt hier nochmal bemüht, hier eben die 2 zu holen und nicht nur eine 1. Wenn er den Gegner rausschiebt, gibt es eine 1. Wenn er eine technische Wertung erzielt, sprich ein Wurf, ein Dreher oder ein Takedown, hält der Sportler 2 Punkte, so wie hier Alex Shipsukov. Aber das erwartet enge Duell zwischen den beiden, wie schon im Hinkampf. 4:2 führt aktuell Arsen Ali Musalaliev und er bekommt nun die erste Passivitätsermahnung. Er wirkt hinten raus, muss ich tatsächlich sagen, nicht so fit wie sein Kontrahent aus Schifferstadt. Er scheint noch ein paar Körner mehr zu haben. Noch ein bisschen mehr im Tank. Das kann natürlich auch jetzt an der Zweierwertung liegen, die Alex Shipsukov gerade erzielt hat, dass er da jetzt nochmal ein bisschen Motivation bekommen hat. Aber wir schauen nochmal, was passiert. 30 Sekunden noch zu gehen. Dieser psychologische Faktor, den du gerade angesprochen hast, sowieso auf diesem Niveau natürlich überhaupt gar nicht zu unterschätzen. Da werden so viele Duelle nicht nur auf der Matte, sondern auch im Kopf entschieden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine ganz, ganz wichtige Zweierwertung für den VfK Schifferstadt. Das könnte hier schon ja, die Vorentscheidung im Titelkampf sein.
Aber nichtsdestotrotz bleibt Arsen Ali Musalaljew weiterhin in Führung, weil Alex Schepsukow eine Verwarnung bekommen hat wegen Mattenflucht. Und deshalb steht es weiterhin 1:0, somit an Mannschaftspunkten. Und jetzt auch der Sieg für Arsen Ali Musalaljew. Also noch einmal zur Erklärung, der Sieg geht hier in diesem Kampf an Weingarten. Das muss er auch noch mal selber begreifen. Frank Heinzelbecker zeigt es dem Weingartner Sportler an, weil eben Schepsukow die Verwarnung erhalten hat. Ja, gerade noch mal gut gegangen, kann man sagen, auf Weingartener Sicht. Arsen Ali Musalaljew bringt ins Ziel ein 1:0, in der Endabrechnung aber wahrscheinlich trotzdem zu dünn. Und jetzt bin ich gespannt, Alejandro Valdez gegen Bayram Cunha. Arg viel mehr Weltspitze geht eigentlich nicht. Du sagst es, es trifft der Bronzemedaillengewinner der amtierenden Weltmeisterschaft, Alejandro Valdez, auf den Silbermedaillengewinner Bayram Cunha. Der Kampf, auf den wir alle warten, der Vize-Weltmeister gegen den dritten Weltmeister. Wir müssen mit der blauen Ecke von der Kaukra Superstadt bei Bayram Cunha und der Ressortmann, der und der braucht unsere Schützenrolle haben. Christoph, ich hatte Alejandro Valdez just nach dem Kampf, nach dem Hinkampf interviewt. Da war er natürlich sehr, sehr sauer über diese Niederlage und war total verärgert. Was denkst du, wie geht er hier in so einen Kampf rein? Er ist es ja nicht gewohnt, so hoch zu verlieren, gerade hier in Deutschland. War es eine zweite Niederlage erst, seit er bei Germania Weingarten unter Vertrag steht. Die erste, die bekam er gegen Wladimir Kinegashvili, den Olympiasieger von 2016. Auf die Niederlage damals hat er ganz hervorragend reagiert auf Weingarten. Also ich muss mal sagen, ihn nämlich danach zweimal besiegt und beide Male klar beherrscht, einmal sogar geschultert. Damit rechne ich hier nicht unbedingt, aber er kommt schon mal deutlich besser rein in diesen Kampf, als es vergangene Woche der Fall war, wobei man daher auch sagen muss, besonders in der zweiten Halbzeit ist er da dann irgendwann konditionell auch völlig unter die Räder gekommen. Ich denke, gerade deshalb sehen wir Alejandro Valdez auch gerade jetzt aktiver und aggressiver ringen. Er wird versuchen, in der ersten Hälfte möglichst viele Punkte zu erzielen. Und wir sehen ja, wie auch schon in der 67-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil, zwei offensive Ringer, die auf jeden Fall nicht mit Punkten sparen werden. Zwei technisch natürlich auch herausragende Ringer. Und man muss bei Valdez dazu sagen, es war nicht das erste Mal, dass er so ein bisschen konditionelle Probleme hatte in dieser Saison, letzte Woche. Er ist vielleicht auch teilweise einfach nicht mehr gewohnt, über die volle Distanz zu gehen, nach den ganzen Überlegenheitssiegen in der vergangenen Saison. Diese Saison tut er sich da bedeutend schwerer. Aber wir sehen die Wichtigkeit, sobald die Ringer hier zu Boden gehen, tobt die Halle. Ich glaube, es ist allen bewusst, wie wichtig dieser Kampf ist und auch gerade welchen Stellenwert Bayram Cunha in der Ringerszene hat. In Indien ist er der absolute Star, er ist das Aushängeschild der teuersten Liga der Welt, der indischen Pro League. Dort hat er ja vor dem Hinkampf donnerstags noch im Finale gestanden mit seinen Punjab Royals. Und dann am Freitag ist er nach Schipperstadt geflogen, auch eine ganz verrückte Aktion, und stand dann samstags auf der Matte. Ja, nicht nur eine verrückte Aktion, auch eine unfassbare Energieleistung, muss man ja an der Stelle tatsächlich sagen, wenn man mal noch die ganzen Reisestrapazen berücksichtigt. Also da war dieser Auftritt aller Ehren wert von Bayram Cunha vergangene Woche, bei seinem Debüt auch noch in Deutschland. Da haben andere Hochkaräter schon ganz anders ausgesehen. Genau, wie du schon sagst, gerade beim Debüt dann noch die Reisestrapazen, man kennt die Liga nicht. Und dann so zu starten, war schon eine Bombenleistung. Doch, wir schauen auf die Matte. Alejandro Valdez hat das Bein von Bayram Cunha und versucht nun die nächste Wertung zu erzielen. Er schiebt ihn raus und geht mit 2:1 in Führung. Wir sehen auch jetzt hier den Commander Adam Jurecko auf die Matte rennen. Alle wollen natürlich Alejandro Valdez auf Weingartner Seite hier nochmal anfeuern. Sie wissen, wie wichtig es dem Kubaner auch ist, hier nochmal alles zu geben.
schon nach diesen 2 Minuten 15, die mittlerweile absolviert sind, kann man sagen, auch wenn gar nicht so viele Punkte gefallen sind, ein unglaublicher Betrieb auf der Matte, ein unglaubliches Niveau. Also man spürt jetzt ganz genau, dass es hier in die entscheidenden Phase dieses Finalrückkampfs geht und dass hier womöglich auch schon entschieden wird, in welche Richtung der Titel am Ende geht. Alejandro Valdés hat im Interview auch gesagt, als Schlüssel für eine bessere Leistung will er an seiner Schnelligkeit arbeiten. Siehst du diese Verbesserung in der Schnelligkeit, in seinen Angriffen in den ersten 2 Minuten? Definitiv, aber dann gibt es eben auch solche Konter. Ja, so schnell kann es gehen auf dem Spitzenniveau. Eine 4 bei Alejandro Valdés, kurz auf der Schulter gelandet ist. 4 Punkte für den Inder. Für Bayern Konya, er geht mit 5:2 in Führung. Und wenn wir jetzt in der Pause mal in die Ecke der Schifferstatter schauen, dann sehen wir natürlich nicht Markus Scherer, sondern, du hast es schon angesprochen, Shako Bentinidis, den georgischen Griechen, der damals für den VfK Schifferstadt auch lange gekämpft hat, unter anderem. Er mit Sicherheit eine ganz wichtige Person gewesen, die dafür gesorgt hat, dass Bayram Kunja hier für den VfK auf die Matte geht, denn er ist ja der persönliche Trainer des Inders und trainiert ihn dort auch und hat ihn auch schon bei den Weltmeisterschaften 2018 begleitet. Und womöglich begleitet er Bayram Kunja jetzt hier zum entscheidenden Schritt zum Titel. Wenn wir mal schauen, es steht 7:4 womöglich dann jetzt gleich. Und dann hätten die Schifferstädter aus Hin- und Rückkampf 11 Punkte Vorsprung. Germania Weingarten bräuchte also in den verbleibenden 3 Duellen 12 Punkte. 3 Vierer, fast nicht mehr zu machen. Womöglich also Kunja der Schlüssel zum Titel für den VfK Schifferstadt. Doch Alejandro Valdés wirkt hochkonzentriert. Er wird natürlich alles probieren, um hier das Ding noch einmal umzubiegen. Mittlerweile seine 3. Saison hier in Weingarten. Alejandro Valdés, sein 36. Kampf, 33 hat er gewonnen. Und auch hier meldet er sich jetzt wieder zurück mit dieser Zweierwertung. Man muss sowieso sagen, seit seinem Wechsel von der RWG Memphis Königshofen damals hierher nach Weingarten hat er für mich zumindest nochmal eine Schippe draufgelegt. Auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international ist er danach deutlich erfolgreicher geworden, was auch seine Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften zeigt. Jetzt geht er zwar ein paar Schritte zurück auf der Matte, doch er wird natürlich ordentlich angepeitscht, steht nur noch mit einem Punkt zurück, es bleibt spannend. Jetzt kommt genau die Phase, in der er im Hinkampf vor einer Woche plötzlich massiv abgebaut hat. Also jetzt wird es spannend. Hat Valdés diesmal die Luft für 6 Minuten oder nicht? Momentan liegt er 4:5 zurück. Hier ist noch alles offen. Und noch 2 Minuten und 5 Sekunden jetzt auf der Uhr. Der 3. der WM gegen den 2. der WM. Es könnte das entscheidende Gefecht hier im Titelkampf der Deutschen Ringerliga werden. Bayram Kunja erzielt jetzt gerade 2 weitere Punkte und geht somit mit 7:4 in Führung. Für Sie auch noch zur Erläuterung, liebe Zuschauer. Sie sehen immer das grüne Kästchen mit der Aktivitätszeit. Sobald ein Ringer einen Punkt erzielt, wird diese Aktivitätszeit aufgelöst, weil man natürlich die Entscheidung auf der Matte sehen will. Alejandro Valdés, das ist übrigens der Anführer sozusagen dieser Cubana-Connection der Germanen. Mittlerweile sind das ja 4 Athleten aus Kuba, Oscar Pino, Raineri, Andreu und Luis Orta. Das liegt natürlich zum einen daran, dass Valdés schon am längsten dabei ist, sich mit den Mannschaftskämpfen in Deutschland am besten auskennt, aber natürlich auch an seinen Sprachkenntnissen. Und nicht zuletzt daran, dass er inzwischen auch erfolgreich glücklich liiert ist in Weingarten. Alejandro Valdés, einer der absoluten Publikumslieblinge hier bei den Germanen. Doch jetzt kommt auch wieder das Thema Kondition ins Spiel. Das ist jetzt schon die 2. Aktivitätszeit, die Alejandro Valdés hier wegen der Passivität erhält. Bayram Kunja kontrolliert nun den Kampf und ist der aktivere Sportler. Davor muss man auch absolut seinen Hut ziehen, wie souverän der Inder hier auch auftritt. Ja, also im Wissen um die technischen Fähigkeiten seines Gegners und die Schnelligkeit, es kann immer mal was passieren. Blitzsauberer Auftritt von Bayram Kunja.
da kann man nur alle Hüte vorziehen. Gerade dieser Angriff, gerade eben hat die Dominanz noch einmal gezeigt. Alejandro Valdés kam da gar nicht mehr weg. Er konnte gar nicht mehr den Angriff von Bayram Cunha verteidigen, blieb auf den Knien und ließ die zwei fast schon hilflos zu des Inders. Doch jetzt kämpft er natürlich nochmal. In eigener Halle will er natürlich keine 4-0-Niederlage zulassen. Das wird es auch, denke ich, nicht geben. Aber Bayram Cunha ist nah dran, eine 8-Punkte-Differenz zu erkämpfen und 3 Mannschaftspunkte zu holen. Er führt bereits mit 11-4. Einen Zähler mehr und es wären 3 Punkte für den VfK Schipperstadt. Und dann bin ich auf jeden Fall bei dir. Dann haben wir hier schon eine Vorentscheidung. Ja, dann bräuchten die Germanen tatsächlich 3 Vierer. Wenn sie die schaffen sollten, würden sie es aufgrund der höheren Anzahl an Einzelsiegen tatsächlich noch schaffen. Aber im Prinzip ist es damit natürlich jetzt erledigt. Bringt Cunha diesen Vorsprung ins Ziel, ist der VfK so gut wie Titelträger der deutschen Ringerliga. Und er tut es. 11-4 geht der Kampf an Bayram Cunha. 2 Mannschaftspunkte für den VfK Schipperstadt. Sie gehen hier mit 7-4 in Führung. Doch viel wichtiger ist es, dass ihr Vorsprung in Addition auf 12 Punkte im Kampf und Rückkampf wächst. Dankeschön an beide Athleten. Tolle Leistung vom Vize-Weltmeister und auch vom Vize-Weltmeister. Das war Ringen vom Weißen. Da muss sich keiner verstecken. Dankeschön. Entschuldigung, natürlich auf 11 Punkte wächst. Wie du es schon gesagt hast, die Weingärtner bräuchten jetzt 3 Vierer. Mal ganz losgelöst, eine Sache noch für mich. Bayram Cunha auch absolut ein Sportler, der die deutsche Ringerliga aufwertet durch seine Strahlkraft, die er gerade in Indien hat. Du hast es schon angesprochen, auch ganz viele indische Fans und Betreuer mitgeflogen mit ihm. Das bringt natürlich Begeisterung auch auf einem anderen Kontinent für die DRL. Ja, nachdem wir jetzt gerade ein ganz neues Gesicht also in der deutschen Ringerliga gesehen haben mit Bayram Cunha, sehen wir jetzt einen ganz altbekannten auf den deutschen Matten, Jan Fischer. Jahrelanges Urgestein des KSV Köllerbach. Es ist seine 2. Saison mittlerweile in Weingarten und er ringt in der Klasse bis 87 Kilogramm kritisch-römisch gegen Lascha Gobatze. Auch im Hinkampf gab es dieses Duell schon. Da hat sich Fischer ganz gut aus der Affäre gezogen, wie man ihn halt kennt. Den Defensivspezialisten aus dem Saarland hat er viele Angriffe hervorragend verteidigt und am Ende nur mit 0-2 verloren. Du sagst es, ich denke, er hat sich sehr gut auf den Georgier und seine Spezialtechnik eingestellt. Denn Lascha Gobatze hat es mehrfach versucht mit dem verkehrten Ausheber, aus dem sich Jan Fischer sehr gut befreien konnte. Wie siehst du den Kampf heute? Was schätzt du, wie geht's aus, Christoph? Ich könnte mir vorstellen, dass Fischer das wieder einigermaßen im Rahmen hält. Das war auch schon im Halbfinale gegen Peter Bacci der Fall, gegen den amtierenden Weltmeister. Auch da hat er keine einzige technische Wertung aus dem Stand zugelassen. Der Fischer ist einfach unheimlich verbissen. Der lässt sich nicht beeindrucken von dieser ja doch relativ dürftigen Bilanz von gerade mal 2 Saisonsiegen. Der weiß genau, um was es geht. Und er hält hier gut dagegen, auch gegen Lascha Gobatze. Ich hatte ehrlich gesagt mit Alan Ostajew gerechnet hier in dieser Gewichtsklasse. Gegen den hat er zweimal die Saison schon deutlich höher verloren. Aber wie wir es eingangs ja auch schon erwähnt haben, auch der VfK muss auf 3 EU-Ringer kommen hier heute Abend. Und deswegen erhielt Kovace letztlich den Vorzug vor Mostaje. Genau, denn den anderen Nicht-EU-Platz von dir angesprochen hat Alexander Huschtin oben im Schwergewicht eingenommen. Normal haben die Schipperstadter hier mit Danilo Cartavio oder Daniel Ligeti ihren EU-Sportler. Heute haben sie sich dafür entschieden, im Schwergewicht mit Huschtin eben den Nicht-EU-Sportler zu stellen und Kobatze noch eine Chance zu geben, in der Hoffnung, dass der Georgier hier vielleicht höher gewinnt. So, und Fischer muss jetzt das erste Mal runter in die Bodenlage. Und Kobatze versucht es wieder verkehrt auszuheben. Fischer blockiert wieder mit den Armen. Der Georgier beschwert sich hier, dass Fischer die Arme nicht geöffnet hat. Aber für mich auch eine konsequente Linie.
Linie. So soll es eigentlich nicht sein, aber Schütfühl Çakmak wirkt für mich heute, als würde ihn das Öffnen am Boden nicht ganz so viel interessieren. Er lässt es zu, wenn die Gegner hier etwas mit der Hand blockieren. Ja, 45 Sekunden sind jetzt noch in der ersten Hälfte dieses Duells und ich bin schwer gespannt, ob Jan Fischer in der zweiten Halbzeit dann vielleicht auch seinen Ringspiel ein bisschen umändert, ja? Denn die Germanen brauchen hier einen Sieg. Verliert er selbst nur mit 0:1, ist der Titel sicher an den VfK. Und deswegen bin ich gespannt, geht er da ins Risiko in der zweiten Halbzeit, wie macht er das? Jan Fischer ist jetzt nicht gerade dafür bekannt für viele Offensivaktionen. Ja, wir sind, wie gesagt, von seinen defensiven Spezialitäten schon jahrelang verwöhnt worden, aber in der zweiten Halbzeit reicht das hier nicht für Weingart. Genau, du sprichst es an, das wäre natürlich auch etwas, was ihm vielleicht sein Trainer Frank Heinzelbecker in der Pause mit auf den Weg geben könnte. Gobatze versucht den Ausheber, Schiffer kontert, Fischer kontert, holt sich hier die 2 und hat jetzt den Georgier. Er muss natürlich, wie du es jetzt probiert hast, versuchen einen Schultersieg zu erzielen. Nur das würde dem SV Germania Weingarten in diesem Moment helfen. Das hat er auch versucht, das hat Kubatsche stark abgewehrt, aber das hat auch gezeigt, wie schnell es gehen kann im Ringen. Ja? Auch große Namen können ganz schnell mal unten liegen. Starker Konter von Jan Fischer und so ein bisschen lebt damit weiterhin die Weingartener Hoffnung. Ja, und die Weingartner feiern natürlich auch hier diese überraschende Führung von Jan Fischer, denn Lascha Gobatze ist immerhin Vize-Weltmeister geworden in der Kategorie der U23-Sportler im Jahre 2017 und er war auch schon zweimal U23-Europameister. Man muss hier aber auch dazu sagen, dass er all diese Erfolge in der 82-Kilogramm-Klasse geholt hat, der Georgier Lascha Gobatze. Und auch heute hier ist er, auch wenn es nur 200 Gramm sind, leichter als Jan Fischer. Normal Lascha Gobatze, also eine Gewichtsklasse tiefer unterwegs in der 82-Kilogramm-Klasse. Aber da er natürlich ein internationaler Top-Sportler ist, ist er auch gegen Jan Fischer hier klarer Favorit. Ja, und in ziemlich genau 3 Minuten wissen wir, ob der VfK über den ersten Titel seit 2005 jubeln darf oder ob die Weingartner noch ein bisschen hoffen dürfen. Fischer braucht, wie gesagt, hier die ganz große Sensation. Selbst dieses 2:1 würde am Ende hier nicht reichen. Ist übrigens auch einfach spannend zu beobachten, ist vielleicht mal ganz kurz an dieser Stelle, diese verschiedene Rollenverteilung. Über Jahre hinweg war der VfK Schifferstadt das Aushängeschild in Ringer Deutschland, die Ringer Hofburg. Wie gesagt, 10-mal deutscher Mannschaftsmeister, die Weingartner mussten sich lange Zeit erstmal heranrobben an die Playoffs. Dann war es in den vergangenen Jahren genau andersherum. Schifferstadt nach der Insolvenz so ein bisschen in der Außenseiterrolle. Weingarten plötzlich ständig Finalteilnehmer, Mitfavorit, auch sicherlich in dieser Saison. Und seit letztem Jahr, wo die Schifferstädter im Finale der Deutschen Ringerliga erst gegen Ispingen verloren, haben sie wieder so richtig Blut geleckt da drüben in der Pfalz. Also der VfK, der ist definitiv wieder zurück. Und vielleicht ja heute Abend dann auch schon wieder ganz oben auf dem Thron. Gobatze versucht mit dem Ausheber. Fischer kontert das, jetzt zeigt der Kampfrichter eine 2, die wird vom Punktrichter bestätigt. Uwe Steuler hebt keine Kelle, das heißt, die Wertung wurde vom Punktrichter bestätigt. Es gibt die 2 hier für Lascha Gobatze, der Würfel fliegt auch nicht aus Weingartner Seite. Wie siehst du diese Entscheidung, Christoph? Überrascht mich ehrlich gesagt. Ich hätte es jetzt an dieser Stelle tatsächlich versucht, denn ich meine, was haben die Weingartner noch zu verlieren? Ja, 1,5 Minuten vor dem Ende und es war tatsächlich ein total unsauber ausgeführter Ausheber. Ich hätte es riskiert an Einzelbecker Stelle. So bleiben jetzt noch 1:20. 4:2-Führung für Lascha Gobatze. Er zieht hier Fischer offensichtlich den Zahn. Hier auch nochmal zur Erläuterung. Der Sportler muss natürlich bei einem Ausheber seinen Gegner komplett in den Händen halten. Wenn er ihn mitten im Griff loslässt, ist das eigentlich kein Ausheber, so ähnlich wie wir das hier bei Gobatze gesehen haben. Das heißt, man hätte es durchaus anzweifeln können von Weingartner Seite. Doch, das haben sie nicht getan. Jan Fischer muss also aktiv etwas beisteuern. Das kann er jetzt tun in der Bodenlage gegen Lascha Gobatze. Auch eine geschickte Abwehr des Georgias und hat jetzt die Chance, Jan Fischer zu schultern und somit für die Entscheidung zu sorgen. Hier beim Finale der DL, doch er schafft es nicht.
Jan Fischer befreit sich wieder. Es gibt eine weitere 2 für Lascha Gobarze und er geht mit 6:2 in Führung. Und auch wenn er hier ausgekontert wurde, siehst du jetzt natürlich, Fischer hat tatsächlich seinen Stil ein bisschen verändert, musste er auch, geht hier total auf Schultersieg. Eine andere Option bleibt ihm ja auch nicht. Technische Überlegenheit völlig ausgeschlossen, alles andere reicht hier nicht. Also Fischer geht in die Offensive, die er so über Jahre hinweg gar nicht gewohnt war von sich selbst. Gekrönt wird es bislang noch nicht. 32 Sekunden sind noch auf der Uhr. Wird jetzt gestoppt. Ja, kurz die Pfiffe noch zu erläutern. Die Schipperstadter wollten natürlich, dass es hier weitergeht. Kampfrichter Schükrü Çakmak hat aber auf Standkampf entschieden, weil Jan Fischer sich bereits im Aus befunden hat. Ja, und ich würde sagen, da sich die Entscheidung jetzt hier abzeichnet, lassen wir sie mit den Bildern und der Kulisse allein. Die Apparate sind schon in Feierlaune. Lascha Gobarze führt mit 6:2. Er wird diesen Sieg ins Ziel bringen und damit holt sich der VfK Schipperstadt den Titel in der deutschen Ringerliga. Ja, das war also die Entscheidung schon im drittletzten Duell des Abends. Der VfK Schipperstadt baut seine Führung in der Addition aus Hin- und Rückkampf auf 13 Punkte aus. Das können die Germanen natürlich jetzt nicht mehr aufholen, denn maximal sind noch 8 Punkte zu vergeben. Lascha Gobarze ist es, der am Ende hier den Titel ins Ziel bringt. Es ist der erste für die Schipperstädter, wie gesagt, schon seit 14 Jahren. Was damals noch für Sportler dabei waren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dariusz Jablonski, Ara Abrahamian, David Wischniaschwili, das klingt, als wäre es in einer völlig anderen Welt passiert. Jetzt also Schipperstadt wieder ganz oben im Ringerhimmel. Und Markus Scherer, der Trainer, der war auch damals sogar schon dabei. Und einer, den du gerade nicht erwähnt hast, der heute ja und auch schon seit einigen Jahren für die SV Germania auf die Matte geht, Adam Jurecko, damals natürlich auch schon dabei. Doch wir schauen wieder auf die Matte, denn 2 Kämpfe haben wir noch. Bleiben Sie bei uns, liebe Zuschauer, denn es ist spannend. Und zwar äußerst spannend in dieser DRL. Wir sehen wieder ein ganz enges Duell. 77 Kilogramm griechisch-römisch für Weingarten aus Armenien, Kapit Chalyan. Und für den VfK Schipperstadt der Ausnahmekönner aus Weißrussland, Kasmik Kilov. Ja, Karapet Chalyan ringt auch seine erste Saison in Weingarten, hat 4 von 6 Kämpfen gewonnen und hat dementsprechend dann auch nach und nach immer mehr diesen Platz von Adam Jurecko, den du gerade angesprochen hast, eingenommen. Hat sich gut reingearbeitet in diese deutsche Ringerliga der Armenier. Karapet Chalyan, der dritte der Europameisterschaft von 2016 und frühere Junioren-Weltmeister. Du hast seine Erfolge auch schon angesprochen und er hat im Nationalteam der Armenier auch einen Altbekannten aus der Bundesliga abgelöst im Jahr 2017, nämlich Arsen Tschulfalakyan, der für den KSV Aalen auch sehr, sehr viele Bundesligakämpfe bestritten hat. Ja, vergangene Woche hat Karapet Chalyan dieses Duell schon mit 1:0 für sich entschieden gegen Kasper Kilov. Am Ende war es aus Weingartner Sicht ein Punkt zu wenig. Er hatte 4:0 geführt und in der Schlussphase des Kampfes noch 2 Zähler abgegeben. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich sehe die Favoritenrolle nicht ganz so klar bei Karapet Chalyan, denn auch Kasper Kilov konnte in der Vergangenheit bereits schon gegen seinen armenischen Gegner gewinnen. Und zwar bei der U23-Europameisterschaft im Jahr 2015 konnte er ihn international besiegen, der Weißrusse des VfK Schipperstadt. Und auch schon in der Rückrunde, in der Gruppenphase, gewann Kasper Kilov mit 1:0 gegen Karapet Chalyan. Doch wir schauen, was der Kampf heute ergibt. Chalyan jetzt mit der Möglichkeit, in der Bodenlage Punkte zu erzielen. Ja, der Armenier setzt zum Durchdreher an, macht schon ein bisschen tief und legt sich fast selber auf die Schultern. Stark verteidigt von Kilov, muss man sagen, an dieser Stelle. Und da er sich aus der Bodenlage hier in die Oberlage gekämpft hat, haben die Kampfrichter sich dafür entschieden, hier eine 2 zu geben für Kasper Kilov, eben für diesen Kontakt. Eine Minute noch in der ersten
Nachteil zwischen Charlian und Kielhoff. Ich habe noch mal kurz in die Schifferstelle Ecke darüber geschaut. Markus Scherer hat gerade schon Fotos geschossen mit ein paar begeisterten Fans, die da an ihm vorbeigelaufen sind. Ist doch völlig klar, die Erleichterung ist riesengroß beim VfK, nachdem diese lange Durststrecke dieser Titellosigkeit jetzt endlich mal hier zu Ende geht. Und Karapet Charlian, der tut sich schwer gegen Kasper Kielhoff. Momentan, Benno, bist du mit deiner Prognose besser dabei als ich. Ja, es ist einfach ein enges Duell, aber das ist doch das Schöne, dass wir nicht von Anfang an wissen können, wie die Kämpfe ausgehen. Und wenn wir uns jetzt mal heute die Kämpfe anschauen, wir haben keinen einzigen Kampf dabei, der mit 3:0 ausging. Sprich, in jedem Kampf haben wir eigentlich ein mehr oder weniges enges Mattenduell gesehen. Und das ist genau das, was wir sehen wollen. Kämpfe auf hohem Niveau, so wie hier zwischen Karapet Charlian und Kasper Kielhoff. Letztlich hat es auch ganz klar gezeigt hier, dieses Ergebnis bisher, zumindest an diesem Abend, dass die Germanen das Finale natürlich im Hinkampf verloren haben und nicht heute Abend. Also ich denke, abgesehen von Magomed Nurmagomedov, dessen Sieg etwas dünn ausgefallen ist, braucht sich auf Weingart in der Seite keiner was vorzuwerfen. Schifferstadt am Ende zu stark und vor allem eben im Hinkampf klar überlegen. Kielhoff geht also mit 2:0 in Führung. Gerade noch einmal ein Wort zu Nurmagomedov. Das ist natürlich auch wieder etwas, was wir schon ein bisschen thematisiert hatten. Das Problem, wenn die internationalen Sportler in die Bundesliga kommen, beim Kampf Nurmagomedov gegen Huschin, hat natürlich die Weingartner Ecke von Nurmagomedov noch eine weitere Aktion gefordert. Er hat zu dem Zeitpunkt mit 1:0 geführt in Mannschaftspunkten. Frank Heinzelbecker wollte ja, dass er nachlegt, dass er weiter versucht, einen Punkt zu erzielen. Und währenddessen hat sich aber der Russe auf seinen Sieg konzentriert, denn den hat er natürlich schon sicher gehabt. Das ist so ein bisschen das Gen, was man entwickeln muss, wenn man in Deutschland im Ringen als ausländischer Sportler oder auch natürlich als deutscher Sportler erfolgreich sein will. Vielleicht nicht ganz erkennen können, liebe Zuschauer, sind die Schifferstatter, die ihre Arme oben haben und mit Oho rufen hier jetzt schon ihre Meisterschaft feiern. Doch bleiben sie natürlich bei uns, denn sie sehen es auf der Matte, geht es weiterhin äußerst eng zur Sache. Jetzt gibt es auch den ersten Punkt für Karapet Charlian, die dritte Ermahnung für Kasper Kielhoff und die Möglichkeit in der Bodenlage auf weitere Punkte für Weingart. Bemerkenswert an dieser Stelle vielleicht auch noch, dass beide Fanlager hier weiter singen und weiter ihre Mannschaft anfeuern. Also man hat bei den Weingarten dann ganz klar gemerkt, die haben sich mittlerweile an diese deutsche Ringerliga auch mehr als gewöhnt. Sie haben sie gelernt zu lieben und lieb gewonnen. Und sie werden sich am Ende auch nicht allzu sehr über diesen zweiten Platz ärgern, vermutlich. Sie werden ihn als Erfolg werten. Und die Schifferstädter, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die werden in die Wilfried-Dietrich-Halle vermutlich zurückfahren und dort die Meistersause steigen lassen. Charlian am Boden, keine Wertung erzielt. 2 Minuten sind es jetzt noch. Er tut sich deutlich schwerer noch als im Hinkampf gegen Kasper Kielhoff. War jetzt schon fast mit dem Fuß draußen. Und da gibt es den nächsten Punkt für den Mann im blauen Trikot vom VfK. 3:1 sind seine Führung. Stand jetzt gäbe es einen weiteren Mannschaftspunkt für die Gäste. Im vergangenen Jahr der VfK Schifferstadt im Finale unfassbar knapp geschlagen aufgrund der weniger Einzelsiege. 9:11 hieß es da am Ende gegen Ispringen. Deswegen wird Ihnen der Titel hier vermutlich gleich doppelt schmecken. Also Sie werden den KSV Ispringen ablösen als Titelträger. Den Pokal haben wir hier vorhin schon auf der Matte stehen sehen. Und lange dauert es nicht mehr, bis die beiden Trainer Markus Scherer und Erol Bayram ihn hier in die Höhe stemmen dürfen. Dazu auch noch der vielleicht sogar noch gravierendere Aspekt aus dem vergangenen war natürlich der Einsatz von Wassil Mikhailov, der damals nicht gemeldet war als Sportler des VfK Schifferstadt, auf der Matte einen super Kampf im Finale gegen Ispringen hingelegt hat, aber eben sein Ergebnis nicht gezählt hat und deshalb die Schifferstadter diesen Kampf mit 4:0 verloren haben. Und das war natürlich ein ganz, ganz großer Rückschlag, der dem VfK auch am Ende den Titel gekostet hat. Und das war eben etwas, da wollten sie, dass ihnen das dieses Jahr nicht passiert. Und deshalb haben sie auch insgesamt in dieser Saison schon einen Rekord von 32 Sportlern eingesetzt. Starke Aktion jetzt nochmal von Charlian, auch so ein bisschen fürs Publikum natürlich. Schöne Zweierwertung vom Armenier, der damit 4:3 in Führung geht.
Und Adam Jurecko, sein Stellvertreter sozusagen, der hätte gerne sogar noch mal zwei Punkte mehr gesehen. Aber die Schiedsrichter legen Protest ein. Karapetschalian hat hier genau den Protest, beziehungsweise musste loslassen aufgrund der guten Verteidigung von Kasbek Kilov. Und deshalb fordern hier natürlich die Schifferstadter, dass es keine Wertung gibt, während die Weingartner natürlich gerne eine 4 sehen würden hier für ihren Sportler. So, jetzt spulen wir gerade noch einmal zur Szene und dann schauen sich die Kampfrichter das noch einmal genauer an. Aus Weingartner Seite wird jetzt auch noch Beinarbeit gefordert. Wie genau siehst du die Situation, Christoph? Beinarbeit habe ich ehrlich gesagt nicht erkannt. Ich würde die 2 Punkte geben. So ist es. Challenge gewonnen, gibt einen weiteren Punkt für Chalian. Ausheber nicht ganz sauber ausgeführt, aber Beinarbeit vom Schieferstädter habe ich keine Ahnung. Deshalb gibt es auch die 2 und keine 4 für Karapetschalian. Schifferstadt hat also keine Möglichkeit mehr hier für eine weitere Challenge. Und der Armenier auf Seiten der Weingärtner geht also mit 5:3 in Führung. Er bräuchte einen weiteren Punkt, um einen zusätzlichen Mannschaftspunkt zu holen. Doch, das ist natürlich jetzt auch unerheblich mit dem Gesamtstand. Nichtsdestotrotz, die Weingärtner feuern ihn an, wollen natürlich, dass ihr Sportler das Optimum aus diesem Duell rausholt. Ich denke, für die Weingärtner Fans ist es natürlich auch wichtig, dass sie hier wenigstens mit einem erhobenen Haupt rausgehen aus diesem Finale, ja, nach der Klatsche im Hinkampf. Denke ich, können sie mit diesem Ergebnis hier heute Abend schon ganz ordentlich leben. Natürlich hatten sie auf das ganz, ganz große Wunder gehofft, wie sehr sie wirklich dran geglaubt haben. Das werden wir nie erfahren. Aber Karapetschalian, der bringt hier nochmal ein bisschen Ergebniskosmetik. Und das wird jetzt auch mit entsprechenden Anfeuerungen von den Rängen honoriert. Was du angesprochen hast, sehen wir auch gerade noch einmal bei Frank Heinzelbecker. Der hat noch einmal die Zuschauer zusätzlich animiert. Jetzt sehen wir Kasper Kilov, wie er seinen Gegner rausschiebt aus der Matte. Allerdings zeigt Kampfrichter Şükrü Çakmak an, dass er hier seine Bein verwendet hat. Zur Erinnerung, wir sind im griechisch-römischen Stil. Beinarbeit ist hier verboten. Der Weißrusse beschwert sich. Doch damit ist dieser Kampf auch schon gegessen. Karapetschalian gewinnt erneut 5:3. Ein weiterer Mannschaftspunkt für den SV Germania Weingarten. Kasper Kilov scheint deutlich verärgert zu sein, wollte auch hier kurz dem Kampfrichter nicht die Hand geben. Kannst du seine Verärgerung verstehen? Kann ich schon verstehen. Weniger verstehen kann ich die Pfiffe aus dem Publikum. Das Ding ist erledigt. Ich denke, man sollte den Schifferstädtern jetzt ihren Titel lassen. Und wir schauen schon mal ganz kurz auf den letzten Kampf des Abends, der uns jetzt gleich noch erwartet. Den letzten in dieser zweiten Saison der Deutschen Ringerliga. Magomed Kadymagomedov gegen Maxim Michailov. Das wird nochmal ein Leckerbissen. Ich denke, das wird die krönende Ausfahrt aus dieser Saison. Du hast auch schon die feine Technik des russischen Sportlers, der Weingartner, angesprochen. Auch er stammt aus Machatschkala, aus Dagestan. Die sind ja auch dafür bekannt in Dagestan, die Russen, dass sie dort sehr, sehr starke Techniktrainer haben. Aus dieser Schule kommt also auch Magomed Kadymagomedov. Der sich in seiner zweiten Saison hier in Weingarten übrigens zu einem der absoluten Publikumslieblinge gemausert hat. Insgesamt 13 Kämpfe hat er bisher in der DRL absolviert und pikanterweise hat er genau 3 verloren. Alle 3 gegen den gleichen Mann, gegen Israel Kasumov, seinen Landsmann vom KSV Ispringen. Ja,
das ist quasi die Definition eines Angstgegners. Doch, ein Angstgegner kann man natürlich auch mal einmal bezwingen und das hat er ja geschafft, gerade im entscheidenden Halbfinale gegen Ispingen, als er mit dem Videobeweis am Ende dann noch gegen Israel Kasumov zum ersten Mal gewinnen konnte und war somit auch einer der entscheidenden Faktoren, warum es Weingarten überhaupt erst hier ins Finale geschafft hat. Ja, wir blicken auf die Matte. Wassil Mikhailov ist Ukrainer auf Seiten des VfK Schifferstadt. Er hat zweimal gekämpft gegen Magomed Kanimagomedov und hat zweimal mit 2:0 verloren. International ist er natürlich ein großes Talent. 21 Jahre alt nämlich erst. Und zweimal hat er schon die Bronzemedaille erkämpfen können bei den U23 Europa- und Weltmeisterschaften. Beide im Jahr 2017. Trotzdem war der Hinkampf eine relativ klare Angelegenheit. 8:1 für Kadimagomedov, der war an diesem Abend richtig gut aufgelegt. Heute Abend tut das Ganze noch ein bisschen schwerer, aber es ist dann natürlich auch klar, so ein bisschen hat er auch einen Motivationsdämpfer bekommen durch die Entwicklung dieses Abends hier. Er bräuchte einen Vierer, um überhaupt noch ein Unentschieden für die Weingartner zu erringen. Es sieht also danach aus, als sollte der VfK auch den Rückkampf hier in der Weingartner Walzbachhalle gewinnen. Sehen wir auch hier die Verteidigungsversuche. Kadimagomedov will den Punkt nicht abgeben, kämpft sich da raus. Mikhailov hält natürlich das Bein fest. Das ist schon Freistilringen in höchster Form, was wir hier sehen. Und vor allem Defensivarbeit in höchster Form. Also gerade im Freistil habe ich solche Abwehraktionen das letzte Mal, glaube ich, im Weingarten von Sahid Kitreni gesehen, dem Albaner. Also das ist schon aller Ehren wert, was der Kadimagomedov da auch in der Rückwärtsbewegung zeigt. Ja, für neue Zuschauer sieht das ja teilweise auch schon schlimm aus. Die schauen da manchmal gar nicht gerne hin, wie sie ihre Beine verbiegen, die Freistilringer. Auf jeden Fall sieht es so aus, als geht Magomed Kadimagomedov mit einer 1:0-Führung in die Pause. Eine Regeländerung können wir auch noch ansprechen, beziehungsweise eine Änderung der Gewichtsklassen. In dieser Saison wurden die Gewichtsklassen etwas verändert, und zwar von der 75-Kilo-Klasse in die 77-Kilo-Klasse. Das ist meiner Meinung nach eine Änderung, die Magomed Kadimagomedov auch zugute gekommen ist, denn wir haben ihn in der ersten DHL-Saison nur noch einige Male in der Gewichtsklasse weiter oben gesehen. Er dürfte so ein Normalgewicht von 82 Kilogramm haben. Auf 77 Kilo kann er 5 Kilo abnehmen, das schafft er. Die 7 Kilo auf die 75 waren ihm zu viel gewesen. Deswegen können sich die Weingartner hier in dieser Saison auch auf Kämpfe von Magomed Kadimagomedov in der 77 Kilogramm Klasse freuen, in der er natürlich sehr stark und körperlich perfekt reinpasst. So, die Halle steht nochmal und jetzt brechen gleich die letzten 2 Minuten dieser DRL-Saison an. Man kann schon mal so ein ganz, ganz kleines Fazit vielleicht anschneiden. Ich denke, es gibt keine 2 Meinungen. Der VfK Schifferstadt hat diesen Titel verdient, gewonnen und errungen. Er war sowohl im Hin- als auch im Rückkampf die überlegene Mannschaft hier auf der Matte gegen den SV Germania Weingarten. Die Weingartner, die werden sich ärgern. Die haben zweimal in der regulären Runde gegen Schifferstadt gewonnen. Aber genau dann, als es darauf ankam, nämlich vergangene Woche, da haben sie etwas geschwächelt. Die haben auch ihre besten Leute nicht auf die Matte bekommen, das muss man auch sagen. Genau das hat der VfK aber geschafft. Und ich denke, deswegen geht das hier am Ende auch alles so in Ordnung. Schifferstadt geht als erster ins Spiel, Weingarten als zweiter. Und wir blicken dann noch einmal auf die Matte. Da läuft wieder die Aktivitätszeit gegen Wassil Mikhailov. Doch ich denke, die schöne Stimmung und das Bild, was wir in der Halle sehen, überwiegt. Alle Fans, so gut ich sehen kann, stehen auf. Die Weingartner schwenken ihre Fahnen. Wie du schon angesprochen hast, Trauer über einen zweiten Platz sieht auf jeden Fall anders aus.
heute die Aktivitätszeit von Michailov. Er hat keine Wertplatz. Das heißt, Kadimagomedov baut seine Führung auf 2:0 aus. Sehen wir hier nochmal einen kleinen technischen Leckerbissen. Jawohl! Da sehen wir nochmal einen Angriff vom Weingartner. Der erhöht jetzt nochmal auf 4:0. Auch wenn es um nichts mehr geht, muss man sagen, nochmal ein richtig starker und vor allem auch seriöser Auftritt von Kadimagomedov hier hinten raus im letzten Kampf dieser Saison. Und trotzdem werden wir natürlich auch gerade den Wassil Michailov noch einige Male sehen, glaube ich, in Zukunft. Nicht nur in der deutschen Ringerliga, sondern auch international in der Spitze. Du hast es vorhin schon angesprochen, bisher vor allem bei den U23-Ringern war er erfolgreich. Ich denke auch im Seniorenbereich wird mit ihm zu rechnen sein. Auf jeden Fall, er ist erst 21 Jahre, da hat er auch noch ordentlich Zeit, sich weiterzuentwickeln. Ein großes Talent in den Reihen des VfK Schipperstadt. Doch gegen Kadimagomedov ist es nicht so einfach, eine Wertung zu erzielen. Der Dagestaner wehrt sich mit allen Kräften. Doch jetzt hat er es geschafft. Nochmal eine 2 und Michailov will den Kampf jetzt noch natürlich gewinnen. Versucht hier die Beine von Kadimagomedov zu verbiegen, wie es nur geht. Doch der Russe ist natürlich ein erfahrener Sportler, gibt das nicht mehr ab und gewinnt den letzten Kampf des heutigen Abends mit 4:2. Ein weiterer Mannschaftspunkt für den SV Germania Weingarten und somit haben wir einen Endstand. 9:6 gewinnt der VfK Schipperstadt diesen Rückkampf in Weingarten. Jubel im Schipperstadter Eck natürlich, ist doch ganz klar. Der neue Titelträger der deutschen Ringerliga, er kommt aus der Pfalz. Es ist der 10., nein, der 11. Meistertitel auf Mannschaftsebene für die Schipperstädter. Bayran Kunja war wohl tatsächlich das entscheidende Zünglein an der Waage in diesen beiden Finalkämpfen. Eingetütet hat den Titel letztlich dann Lascha Gobarze. Ja, und die Weingartner, die bilden jetzt auch nochmal einen Kreis. Sie müssen sich diesmal mit Platz 2 begnügen. Und währenddessen sehen wir auch schon Erol Bayram, der den von dir angesprochenen Bayram Kunja auf den Schultern hat. Und da wurde auch schon ein bisschen Champagner gespritzt. Jetzt ist der Inder wieder runtergefallen. Ja, das war Shako Bentilidis, natürlich. Das war nicht Erol Bayram. Ich hatte die beiden mit ihrer ähnlichen Frisur da mal kurz verwechselt. Also auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ein verdienter Titel für den VfK Schipperstadt. Der Schlüssel für mich liegt hier in dem großen Kader, den sie hatten. Du hast es auch angesprochen, sie haben in der regulären Runde zweimal gegen Weingarten verloren. Eben auch, weil sie da nochmal sehr viel ausprobiert haben. Vielleicht einige Sportler eingesetzt haben, von denen, die sie erstmal testen wollten. Die beste Formation haben sie dann für die Finalkämpfe gefunden und auch schon gegen Nending unter Beweis gestellt. Welche Qualität in ihrem Kader steckt, als sie da zu Hause mit 21:5 über die Württemberger drüber geholt sind. Ja, und immer noch gute Stimmung hier in der Waldbachhalle in Weingarten. Wie gesagt, auch die Germania-Fans nicht allzu sehr verprellt. Die sind zufrieden mit dem Auftritt ihrer Mannschaft. Die hat sich hier heute auch nochmal wirklich gut verkauft. Wir sind gespannt, wie es weitergeht in der deutschen Ringerliga. Dass es weitergeht, das steht ja ohnehin fest. Das hat auch Werner Koch vorhin nochmal hier in der Halle offiziell durchgesagt. Ich bin gespannt, wie sich auch die Mannschaften verändern werden, wie sich die Gesichter der Mannschaften verändern. Gerade in Weingarten gehe ich davon aus, dass einige in der kommenden Saison hier auch wieder auftauchen werden. Der VfK hat im Vergleich zur vergangenen Saison diesmal ja schon extrem ausgewechselt. Hat er diesmal eigentlich gar nicht nötig, aber so ein Sommer ist lang, wir sind gespannt. Genau, wir schauen rein und lassen Sie auch jetzt noch ein bisschen allein hier mit den Bildern, denn wir haben ein volles Haus. 1.300 Leute freuen sich hier über diesen Finalkampf der DHL. Die Schipperstadter feiern natürlich mit ihren gelben und blauen Fahnen. Und wir bedanken uns, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie bei uns waren hier. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir haben auf jeden Fall für uns sehr, sehr gute Kämpfe gesehen. Ich denke, Sie haben einiges geboten bekommen. Und ich hoffe, Sie natürlich nächstes Jahr dann wieder hier zu sehen. So sieht's aus. Schöne Schlussworte von Benno. Die 9:6 heißt es hier am Ende für den VfK Schipperstadt. Der gewinnt also auch den Rückkampf und damit den Titel in der deutschen Ringerliga. Das war's von der zweiten Saison. Jetzt gibt's die Siegerehrung. Wir lassen Sie, wie gesagt, mit den Bildern allein. Danke, Benno. Hat mir großen Spaß gemacht. Bis dahin.
Thank you.
So, dann darf ich die Mannschaft des VfK nach vorne bitten. Die Mannschaft des Deutschen Meisters, ihr bekommt eure Medaillen auch von Werner Koch. Und von geschätzter Markus Scheu, seid ihr gut. Kommt, holt euch eure Rückmedaille. Den Pokal gibt es erst zum Schluss. Den Pokal gibt es erst zum Schluss. So, dann aber nur, macht euch mal ein bisschen, geht mal ein bisschen nach hinten, dass es ein schöneres Bild gibt. Macht mal ein schöneres bisschen nach hinten gehen und dann gibt es den Pokal überreicht von Markus Scheu und Werner Koch. So. Da ist das Ding. Und dann übergeben wir jetzt an den Erol Bayram. Deutscher Meister 2018, 2019 an der VfK Schieferstein. Wir gratulieren auch von Germanenseite ganz herzlich dem Sieger der DRM-Meisterschaft und bleibt sie noch ein bisschen bei uns drüben in der Germania-Halle, in der Mineralix-Arena ins Essen und trinken, essen, trinken natürlich auch Barbetrieb. Ich denke, wir werden einen schönen Abend haben, auch als Vizemeister kann man erholen auf das Feiern. Vielen Dank für Ihren Besuch hier in der Walzbach-Halle. Toller Ringsport, tolle Atmosphäre. Eine sehr gelungene Saison der DRL und letztendlich mit einem verdienten Meister im Auftrag. Schieferstein. Morgen früh um 10, wenn ich genug mache von der Halle, morgen früh um 10 Abbau hier. Es ist gerufen für das Helfbild. Morgen früh 10 Uhr Abbau. Ansonsten heute Abendfeier in der Mineralix Arena. Dankeschön für Ihren Besuch in dieser Saison. Danke.